Akte X, die unheimlichen Fälle des FBI. Ruinen. Ruinen von Xitaclan, Yucatan, Mexiko. Freitag, 5.45 Uhr. Selbst nach tagelangen anstrengenden Ausgrabungen hatten sie kaum die Oberfläche der antiken Stadt angekratzt. Doch Cassandra Rubicon hatte bereits genug gesehen, um zu wissen, dass die Ruinen großartige Funde aus der Zeit der Geburt des Maya-Reiches in sich bargen. Am äußersten westlichen Rand der Yucatan-Halbinsel, wo die Kalksteinebene an vulkanisches Hochland und dampfende Dschungelgebiete grenzt, war die versunkene Stadt mehr als 1000 Jahre lang vom Urwald überwuchert gewesen. Die einheimischen Helfer nannten den Ort Xitaclan und in ihren Stimmen schwang Ehrfurcht und Angst, wenn sie diesen Namen aussprachen. Am späten Nachmittag arbeitete sie allein in der Pyramide des Kukulkan und leuchtete mit ihrer Taschenlampe voraus, während sie immer tiefer in das Gebäude eindrang. An diesem Ort wimmelte es geradezu vor Geheimnissen. In der kalkig-bitteren Luft konnte sie die Mysterien geradezu schmecken, die nur darauf warteten, von ihr entdeckt zu werden. Cassandra richtete den Strahl ihrer Taschenlampe geradeaus und fuhr sich mit einer Hand durchs Haar. Normalerweise hatte es den rötlich-braunen Schimmer frisch geschälter Zimtrinde, doch nun war es staubig und schweißverklebt. Die Farbe ihrer Augen lag irgendwo in der Mitte zwischen grün und braun, wie ergiebiges Kupfererz. Vor der Pyramide waren ihre Partner von der University of California mit Außengrabungen beschäftigt und verzeichneten den Grundriss der Stadt. Das Prachtstück von Xitaclan war die großartige Stufenpyramide des Kukulkan, die in der Mitte der Stadt lag. Obwohl von Gräsern und Sträuchern überwuchert, war sie sehr gut erhalten. Die Archäologen waren außerdem auf eine unermesslich tiefe Zisterne hinter der Pyramide gestoßen, einen natürlichen Kalksteinschacht, der mit öligem, schwarzem Wasser gefüllt war und in dessen finsteren Tiefen, wie Cassandra argwöhnte, zahllose Artefakte und Relikte verborgen lagen und wahrscheinlich auch die Gebeine von Menschenopfern. Solche Kalksteinbrunnen oder Cenotes waren in den Maya-Städten in Yucatan häufig anzutreffen. Cassandras Team plante, die Taucherausrüstung innerhalb einer Woche einsatzbereit zu halten, dann würde sie selbst in die Tiefe hinabsteigen. Doch im Augenblick hatten sie noch zu viel mit der ersten Bestandsaufnahme zu tun. Für den Augenblick konzentrierte sich Cassandra darauf, das Innere der Pyramide zu erkunden. Die einheimischen Arbeitertrupps, die ihr ortskundiger Führer Fernando Victoria Aguilar, selbsternannter Abenteurer und Forschungsreisender, angeheuert hatte, hatten bereits tagelang schwer gearbeitet, um Xitaclan von seinem Leichentuch, das die Zeit und Mutter Natur über der alten Stadt ausgebreitet hatten, zu befreien. In dem Moment jedoch, da die Indios die Darstellungen der gefiederten Schlangen erblickt hatten, hatte sich das Entsetzen unter ihnen breit gemacht. Fortan flüsterten sie ängstlich miteinander und weigerten sich, näher an den Ausgrabungsort heranzugehen oder bei der weiteren Freilegung der Ruinen zu helfen. Und so setzten die Archäologen ihre Arbeit allein fort. Schließlich hatten sie Vorräte für ein paar Wochen und ein Funkgerät, um Hilfe herbeizurufen, falls ein Notfall eintreten sollte. Im Augenblick allerdings genossen Cassandra und die vier anderen der kleinen Expedition ihre Einsamkeit. Heute verbrachte Kelly Rowan, der zweite Archäologe des Teams und seit kurzem der Mann, mit dem Cassandra ihr Zelt teilte, die letzten Stunden des Tages auf den äußeren Stufen der Pyramide und studierte die Hieroglyphen. Christopher Porte, der Epigraphiker, stand mit seinem Zeichenblock gebückt neben ihm und versuchte eifrig, die eingemeißelten Schriftzeichen zu übersetzen, während Kelly mit Pinseln und feinen Werkzeugen die Muster von Erde und Staub befreite. Kate Barron, die Historikerin und Fotografin des Teams, nutzte das Licht des Spätnachmittags, um ihre Aquarelle zu vervollkommnen. Während das Team schweigend, aber in fieberhafter Eile arbeitete, schwoll die Geräuschkulisse des Dschungels mit dem schwindenden Tageslicht an. Tief im Inneren der Pyramide des Kukulkan jedoch war vom Verstreichen der Zeit nichts zu spüren. Cassandra setzte ihre Erkundungen fort. Auch diesen Nachmittag hatte sie in der Pyramide zugebracht und nur gelegentlich eine Pause eingelegt, um nach Kelly und Christopher zu sehen, die an der Entzifferung der mit Hieroglyphen bedeckten Treppe arbeiteten. Und nach John Forbin, dem Architekturstudenten und Techniker des Teams, der die anderen halbverfallenen Gebäude studierte. Cassandra trug einen kleinen Mikrokassettenrekorder in der Hand. Sie arbeitete sich weiter vor, das Haar voller Staub, Augenlider und Wangen mit Erde verschmiert. Ihre Arme und Beine waren bleischwer, steif und wund von zu vielen Nächten auf einer unbequemen Isomatte.
ihre Haut entzündet von unzähligen Insektenstichen. Schon zu lange hatte sie weder ein kaltes Getränk noch eine heiße Dusche genossen. Doch die wunderbaren Entdeckungen, die sie bereits bis jetzt hatte machen dürfen, waren alle Opfer wert. Archäologie ist eben nichts für Jammerlappen, dachte sie schulterzuckend. Ihr Vater hingegen war der Meinung, seine Tochter würde ihre Schönheit verschwenden, wenn sie in den Ruinen antiker Zivilisationen herumkroch. Aber Cassandra lachte nur darüber. Immerhin hatten sie seine Erfolge als Archäologe überhaupt erst dazu gebracht, diesen Weg einzuschlagen. Der große Wladimir Rubikon hatte sich mit der Erforschung der Terrassensiedlungen amerikanischer Ureinwohner einen Namen gemacht. Sie wollte eigene Spuren in ihrer Disziplin hinterlassen und nicht nur die Arbeit ihres Vaters fortführen. Plötzlich bemerkte sie im Strahl der Taschenlampe, dass die Wand zu ihrer Linken eine deutlich andere Farbe hatte. Mit wachsender Erregung begriff Cassandra, dass sie auf den inneren Tempel gestoßen war. Dies musste das ursprüngliche Gebäude sein, auf dessen Grundmauern die Pyramide des Kukulkan errichtet worden war. Die alten Maya hatten nicht selten größere, eindrucksvollere Tempel über alten Ruinen errichtet, da sie glaubten, an bestimmten Orten konzentriere sich die magische Kraft im Lauf der Zeit immer stärker. Das prachtvolle, zeremonielle Zentrum von Xitaclan war das Herzstück aller Rituale an diesem Ort gewesen. Bemüht um einen langsamen, analytischen Tonfall, diktierte Cassandra ihre ersten Eindrücke in den Mikrokassettenrekorder. Vorsichtig ließ sie ihre Hände über die verschmolzene Steinoberfläche gleiten und fuhr mit atemloser Stimme fort. Normalerweise hätte ich erwartet, Fragmente von Tünche oder Putz vorzufinden, wie sie die Maya verwendeten, um ihre Tempel zu verzieren. Aber die Wände sind vollkommen glatt. Cassandra tastete sich an dem alten Mauerwerk noch tiefer in die Pyramide hinein. Die Luft wurde immer stickiger, sie war seit Jahrhunderten nicht mehr bewegt worden. Sie ließ den Lichtkegel ihrer Taschenlampe durch den neuen Raum wandern und schüttelte, ohne es zu merken, verblüfft den Kopf. So etwas hatte sie noch nie gesehen. Nach allem, was sie über antike Kulturen wusste, erschien ihr diese bizarre Ausstattung unmöglich. Von den Maya war nicht bekannt, dass sie jemals irgendein Metall ausgiebig verarbeitet hätten. Doch hier sah sie unverkennbar Metall vor sich, das so glatt und frei von Verfärbungen war, als wäre es in modernen Schmelzöfen hergestellt worden. Es war eine ungewöhnliche Legierung, keineswegs jedoch rohes Gold oder Bronze, wie es die alten Maya verwendet hatten. Voller Staunen starrte sie eine endlose Minute in den Raum hinein. Sie zog ihr Kassettengerät hervor, sie drückte die Record-Taste. Fürs Protokoll. Ich glaube, wir haben hier eine echte Sensation. Ein Riesending. Alles in ihr drängte danach, ganz hineinzuklettern, um den prachtvollen Innenraum nach Herzenslust zu erkunden. Doch ihre Vernunft und ihre Erfahrung warnten sie davor. Nachdem sie rückwärts wieder aus der Öffnung hinausgekrochen war, klopfte sie nachlässig die Kleider ab. Dann machte sie sich auf den Rückweg, schlängelte sich durch das Labyrinth dem Ausgang entgegen und zwang sich, Ruhe zu bewahren. Sie dachte an ihren drahtigen alten Vater und daran, wie stolz er sein würde, dass seine Tochter Entdeckungen machte, die denjenigen ebenbürtig, wenn nicht überlegen waren, die ihm auf dem Höhepunkt seiner Karriere gelungen waren. Sie beschleunigte ihr Tempo. Ihre Schritte hallten hohl in den steinernen Gängen wider. Als sie den niedrigen Ausgang der Pyramide erreichte, blendeten die hellen Strahlen der untergehenden Sonne ihre Augen wie die Lichter eines entgegenkommenden Zuges. Sie begann zu rennen und stolperte schließlich aus der Pyramide ins Freie. »Hey, Kelly«, rief sie, »ich habe was gefunden. Du musst das Team zusammentrommeln, schnell. Warte nur, bis du das gesehen hast. Es ist irre.« Schweigen. Niemand antwortete ihr. Cassandra konnte niemanden entdecken. Kein einziges Mitglied ihrer Expedition, keinen der treulosen Indio-Helfer. »Kelly! John! Christopher! Kate, wo seid ihr?« Sie beschattete ihre Augen und ließ den Blick über die offene Plaza wandern, wo Kate zuvor noch eine Staffelei für ihre Aquarellarbeiten aufgestellt hatte. Jetzt lag das Holzgerüst zerbrochen am Boden. Deutlich konnte Cassandra einen schlammverkrusteten Stiefelabdruck quer auf einem der Bilder erkennen. Äußerst beunruhigt ließ sie ihren Blick noch einmal über die steile Treppe schweifen, die an der Außenseite der Ziggurat emporführte. Dort hatten Christopher und Kelly sorgfältig die eingemeißelten Glyphen gereinigt und in ihre Notizblöcke übertragen, um die Chronik der mythischen Geschichte Xitaclans festzuhalten. Keine Menschenseele war zu sehen.
Plötzlich vernahm sie Geräusche hinter sich. Schritte, die aus der Richtung der tiefen Opferzenote an der Rückseite der Pyramide kamen. Sie stieß einen Seufzer der Erleichterung aus und lächelte. Ihre Teamkameraden waren zurückgekommen. Doch dann tauchten die schattenhaften Silhouetten fremder Männer auf, offenkundig keine Mitglieder ihres Teams. Im trüben Dämmerlicht konnte Cassandra ihre Gesichtszüge kaum erkennen, aber es war nicht zu übersehen, dass sie Waffen trugen, Gewehre. Und die Männer zielten auf sie. Einer von ihnen sprach sie auf Englisch mit starkem Akzent an. »Sie werden mit uns kommen, Senorita.« »Wer sind Sie?« fragte Cassandra schneidend. Wut flammte in ihr auf und ließ ihren gesunden Menschenverstand verstummen. Sie umklammerte ihre Taschenlampe wie eine Keule. »Wo ist mein Team? Wir sind amerikanische Bürger. Wie können Sie es wagen?« Einer der Männer riss sein Gewehr hoch und feuerte. Die Kugel prallte von einem Steinquader ab, kaum 15 Zentimeter von ihrem Gesicht entfernt. Mit einem Aufschrei rannte sie zurück in den Tempel, suchte Zuflucht in der jahrtausendealten Finsternis. Als sie den langen Gang entlang lief, ertönte von draußen lautes Gebrüll in spanischer Sprache. Wütende Flüche, weitere Schüsse. Cassandra hetzte um eine scharfe Biegung. Hinter ihr wurde wieder geschossen. Die Projektile prallten an den Pyramidenwänden ab und heulten ihr schrilles Todeslied. Es waren keine gut platzierten Schüsse, doch ein unglücklicher Querschläger konnte ihr Ende bedeuten. Ihr blieb keine Wahl, als weiter blindlings in die dunklen, labyrinthischen Gänge hineinzurennen. Immer tiefer in das kaum erforschte Pyramideninnere, zurück ins Zentrum der Pyramide. Doch von dort ging es nicht weiter. Wenn sie noch tiefer in das Labyrinth floh, würde sie nur noch fester in der Falle sitzen. Doch darüber konnte sie jetzt nicht nachdenken. Erst einmal weg von der Bedrohung, erst einmal überleben. Schließlich fand Cassandra die glatten, verglasten Wände des inneren Tempels wieder und wusste, dass sie ihr Ziel beinahe erreicht hatte. Was sie dort tun würde, stand momentan noch auf einem anderen Blatt. Sie richtete den Strahl ihrer Lampe nach vorn und fand die kleine Öffnung, die sie vor kurzem freigelegt hatte. Sie erschien ihr wie eine offene Wunde, starrte ihr entgegen wie ein gähnendes Maul. »Nein«, herrschte sie sich an, »das ist deine letzte Chance.« Keuchend und mit zusammengebissenen Zähnen kroch Cassandra auf den Geröllhaufen und wand sich wie eine Schlange in das Loch hinein. Panik trieb sie vorwärts. Sie schürfte sich Ellbogen und Schultern an den Felsen auf, aber sie spürte es kaum. Cassandra kämpfte sich über die Schuttbarriere hinweg in die abgeschlossene Kammer und ließ sich fallen. Der Aufprall ihrer Füße dröhnte auf dem Boden, einem Boden, der aus unerklärlichen Gründen metallisch war. Wieder erfüllte bedrückende Stille den Hohlraum. Ihr Lampenstrahl strich über polierte Flächen, geschwungene Formen und Kugeln von einer geometrischen Perfektion, die weit über die Fähigkeiten der Maya hinausgingen. Eine weitere Gewehrsalve irgendwo hinter ihr durch das Labyrinth, durch meterdicke Mauern von ihr getrennt. Dann wieder waren heisere Rufe zu hören. Sie rannte weiter zu dem letzten abwärts führenden Korridor, der spiralförmigen Rampe genau im Mittelpunkt der Pyramide. Eine schwache Welle der Hoffnung durchflutete sie. Vielleicht führte diese Rampe zu einem unbekannten Ausgang aus der Pyramide. Möglicherweise weit unten in der Wand der Kalksteinzisterne. Vielleicht kam sie am Ende doch noch hier heraus. Das scharfe Peitschen eines Gewehrschusses trieb eine Welle ohrenbetäubenden Lärms durch die hallenden Räume. Ihr Verstand sagte ihr, dass ihre Verfolger nicht in der Nähe sein konnten. Sie musste sie in dem verschlungenen Irrgarten abgehängt haben. Doch ihre Furcht trieb Cassandra schneller und schneller den steilen Weg hinunter, bis der Gang sich in einen weiteren Raum öffnete, einer Grotte der unfassbaren Wunder, die sie jedoch nur bruchstückhaft zu Gesicht bekam. Dann erlosch ihre Taschenlampe, als hätte eine unbekannte Macht die Stromversorgung unterbrochen, die Batterien ausgesaugt, so wie auch ihre Mikrokassette auf rätselhafte Weise gelöscht worden war. Cassandra schluckte schwer. Sie fühlte sich eingeschlossen, verloren. Blind taumelte sie vorwärts, streckte die Hände aus und tastete nach einem Halt. Ihre suchenden Fingerspitzen fanden eine Öffnung, einen kleinen Durchgang. Sie stolperte hindurch in der absurden Hoffnung, irgendeine Lichtquelle zu finden. Dann umstrahlte sie ein blendendes Gleißen. Und sofort erkannte Cassandra, dass sie einen geschlossenen Raum von der Größe eines Schrankes betreten hatte oder eines Sarges. Grellweißes Licht strömte aus den glatten, glasigen Wänden. Zu spät fragte sie sich, ob hier nicht Schlimmeres auf sie wartete als Männer mit Gewehren. Dann stürzte eisiges, totes Licht wie gefrierendes Wasser auf sie herab und all ihre Gedanken erloschen.
FBI-Hauptquartier, Washington DC, Dienstag, 9.14 Uhr. Es war stets das Gleiche. Wann immer sich Special Agent Dana Scully in das Innerste des FBI-Hauptquartiers hinabwagte, um ihren Partner Fox Mulder aufzusuchen, hatte sie das Gefühl, etwas Verbotenes zu tun oder zumindest etwas Unkluges. Sie erinnerte sich, wie sie das erste Mal in das private Heiligtum ihres Kollegen gekommen war, eines frischgebackenen jungen Außendienstagenten, dem man die X-Akten zugewiesen hatte. »Bedauere niemand zu Hause, bis auf den allseits unerwünschten Mr. Mulder«, hatte er ihr zur Vorstellung zugerufen. Damals hatte Agent Mulder sie für ein U-Boot ihrer Vorgesetzten gehalten, die seinem leidenschaftlichen Interesse für unerklärliche Phänomene misstrauten. Heute, nach 3 Jahren Zusammenarbeit, hatten Scully und Mulder Dutzende von Fällen bearbeitet und waren öfter, als sie zählen konnten, auf die Hilfe des anderen angewiesen gewesen. Mulders Glaube an das Übernatürliche und an außerirdische Lebensformen war nach wie vor unerschüttert, während Scully ebenso standhaft nach rationalen Erklärungen suchte. Obwohl sie in ihren Schlussfolgerungen häufig nicht übereinstimmten, arbeiteten sie als Team außerordentlich gut zusammen. Scully suchte das enge Büro ihres Partners oft genug auf, um das dort herrschende trostlose Durcheinander ständig vor Augen zu haben. Sie wusste genau, was sie vorfinden würde. Und auch an diesem Morgen wurden ihre Erwartungen nicht enttäuscht. Mulders Büro war übersät mit den Zeugnissen seiner unkonventionellen Recherchen. Videobänder, DNA-Aufzeichnungen, Krankengeschichten, verschwommene Schnappschüsse, die angeblich Beweise für fliegende Untertassen enthielten. Ein Dutzend ungelöster Rätsel in offenen Aktenordnern warteten darauf, in den unauffälligen schwarzen Dateischränken zur Ruhe gebettet zu werden, die Mulders Lebensaufgabe enthielten, die X-Akten. Sie klopfte an den Rahmen der offenen Tür, trat ein und fuhr sich unbehaglich mit der Hand durchs Haar. »Ich weiß nicht, Mulder, ob ich so früh am Morgen die Energie aufbringe, mich diesem Chaos hier zu stellen.« Mulder wirbelte auf seinem Stuhl herum, spuckte die Hülsen eines Sonnenblumenkerns aus und stand auf. »Schauen Sie sich das mal an, Scully«, sagte er und hielt ihr einen Gegenstand von der Größe seiner Faust entgegen. Fein ziseliert und poliert, ein Stück fettig schimmernden, weißlich-grünen Gesteins. »Ich glaube, ich erkenne das Gestein. Es ist Jade, nicht wahr? Das Motiv sieht sehr alt aus. Vielleicht irgendeine mythologische Gestalt?« »Von den Maya. Nach Schätzungen von Experten ist dieser Kunstgegenstand etwa 1500 Jahre alt. Das Volk der Maya verehrte die Jade. Sie galt als heiliges Gestein, das nur für die kostbarsten Kunstwerke verwendet wurde.« Sie betrachtete den Stein noch einmal ganz genau. »Eine Schlange mit Federn? Haben die Maya Schlangen verehrt?« »Eigentlich nicht. Sie werden bemerkt haben, dass das hier keine gewöhnliche Schlange ist. Es ist die Darstellung einer berühmten mythischen Gestalt. Die Maya benutzten den Namen Kukulkan für diesen Gott von großer Weisheit. Manchen Quellen zufolge gab Kukulkan den Maya ihr Wissen über das Kalenderwesen und die Astronomie. Er bot ihr einen Sonnenblumenkern an. Da sie den Kopf schüttelte, steckte er ihn sich selbst in den Mund. Die Priesterastronomen der Maya stellten so präzise Berechnungen an, dass die Genauigkeit ihrer angeblich primitiven Kalender erst in unserem Jahrhundert übertroffen werden konnte. Kukulkan muss ein ganz außergewöhnlicher Lehrer gewesen sein, oder er besaß ein Wissen, von dem der Rest seines Volkes nichts ahnte. Auch die mathematischen Fähigkeiten der Maya waren außergewöhnlich. »Das ist ja alles sehr interessant, Mulder«, sagte sie schließlich, »aber was hat ein 1500 Jahre alter Klumpen Jade mit dem zugegebenermaßen beeindruckenden Abbild eines Gottes mit einem unserer Fälle zu tun?« Sie gab ihm die Jade-Skulptur zurück. »Unter normalen Umständen würde das nichts mit unseren Fällen zu tun haben«, gab er zu, »aber dieses spezielle Relikt wurde kürzlich an der Grenze des mexikanischen Bundesstaates Quintana Roo beschlagnahmt, unten auf der Yucatan-Halbinsel. Der festgenommene Händler behauptet, dass das Artefakt aus den archäologischen Grabungen einer wiederentdeckten Maya-Stadt tief im Dschungel stammt, einer Ruine namens Xitaclan. Nach offiziellen mexikanischen Berichten sind in dieser Gegend zahlreiche Menschen auf unerklärliche Weise verschwunden, zum Teil schon vor Jahrzehnten. Und da das Gebiet so abgelegen ist, können Sie darauf wetten, dass es noch etliche weitere Fälle gibt, die völlig undokumentiert geblieben sind. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich da einen Zusammenhang sehe, Mulder. Sie schlug gelassen die Beine übereinander. Es steckt noch mehr dahinter. Seine Augen leuchteten auf. Ein Archäologenteam unter der Schirmherrschaft der University of California in San Diego hat vor kurzem begonnen, Xitaclan auszugraben.
Nach den ersten Berichten ist diese Fundstätte als einzige noch unberührt und stellt vermutlich einen Schlüssel zu vielen Rätseln der Geschichte der Maya dar. Er lächelte versonnen. Außerdem haben meine vorläufigen chemischen Analysen dieses Steins ein paar interessante Anomalien zutage gefördert. Eine merkwürdige kristalline Struktur, nicht identifizierbare Verunreinigungen, die darauf hinweisen, dass dieses Material nicht aus der Umgebung der Ruinen auf der Yucatan-Halbinsel stammen kann. Scully musterte die weiche grüne Farbe des Steins, während sie sich ein Mulder nicht schon wieder verkniff. Stattdessen gelang es ihr zu fragen, glauben Sie, es stammte aus dem Weltall? Achselzuckend fegte er ein Häufchen feuchter Sonnenblumenkernschalen in den Papierkorb. Das Archäologenteam ist vor einer Woche spurlos verschwunden. Kein Notruf, kein Anzeichen für Probleme. Nun, Sie und ich dürfen uns auf die Suche nach Ihnen machen. Aber Mulder, wäre das nicht normalerweise Sache der mexikanischen Behörden? Darüber hinaus habe ich gestern einen Anruf von Cassandra Rubicons Vater erhalten. Cassandra leitete das Team der UC San Diego und wie es scheint, ist ihr Vater selbst ein äußerst bekannter Archäologe. Der alte Rubicon hat ein bisschen herumtelefoniert und die FBI-Außenstelle in San Diego kontaktiert. Die haben nur die Worte antiker Fluch und Maya-Ruinen gehört und den Fall sofort an mich weitergeleitet. Scully suchte seinen Blick und erhob die Augenbrauen. Sie und ich werden morgen mit Wladimir Rubicon sprechen, er ist hier in Washington. Scully betrachtete die Jade-Skulptur, die Bücher über Mythologie und schließlich den faszinierten Ausdruck auf Mulders Gesicht. Ich schätze, der Versuch, Ihnen das auszureden, ist sinnlos, oder? Sie haben es erfasst, lächelte Mulder. Tja, wenn das so ist, dann wollte ich wohl schon immer mal nach Mexiko. Redaktion des Lone Gunman, Washington D.C., Dienstag, 16.40 Uhr. Wenn er nicht mehr weiter weiß, kommt er zu uns, der Special Agent Mulder, sagte Byers und lehnte sich genüsslich in seinem Sessel zurück, während er sich Anzug und Krawatte glatt strich und mit einem Finger über seinen gepflegten rötlichen Bart fuhr. Mulder schloss die Tür hinter sich. Er war der einzige Besucher im düsteren Redaktionsbüro des Lone Gunman, einer Publikation, die allerorten Verschwörungen aufzudecken trachtete und für sich in Anspruch nahm, die offiziellen Wahrheiten hinter tausenden geheimen Machenschaften zu kennen, in die die Regierung verwickelt war. Mulder räumte einen der Kartons zur Seite und setzte sich. »Was hört ihr so über Mittelamerika, die Yucatan-Halbinsel, insbesondere über ein paar neu entdeckte Maya-Ruinen, die gerade ausgegraben werden?« Rita Klan. Ich habe zu bieten ein vermisstes Archäologenteam und ein dort gefundenes Artefakt, das außerirdischen Ursprungs sein könnte. Byers wandte sich Mulder zu. Mittelamerika? Ich habe eine Menge unbestätigter Gerüchte über Vorfälle in der Gegend gehört. In einem der Bundesstaaten auf der Yucatan-Halbinsel ist eine Separatistenbewegung aktiv geworden. Sie nennt sich Liberación Quintana Roo. Die Gewalt scheint zu eskalieren. Autobomben, Drohbriefe. Und natürlich wissen Sie sicher auch schon von dem US-Militärkomplex, der die Freiheitskämpfer zu exorbitanten Preisen mit Waffen versorgt. Warum denn das? Um politische Instabilität zu schüren. Das ist wie ein Spiel für die, sagte Byers, in dessen sonst so gelassenem Blick Leidenschaft aufflammte. Und vergessen Sie nicht, dass sich einige der führenden Drogenbosse dieser Gegend inzwischen selbst auf den Waffenhandel verlegt haben. Sie kaufen Technologie auf, hochgefährliches Zeug, von dem wir vor einem Jahrzehnt noch nicht mal geträumt hätten. Danke für die Information. Agent Mulder! Byers erhob sich fast feierlich und rückte erneut seine Krawatte zurecht. Wenn Sie tatsächlich etwas Interessantes herausfinden sollten, lassen Sie es uns wissen. Für unsere Akten. Ich werde sehen, was sich machen lässt, sagte Mulder ebenso würdevoll und stolzierte davon. Privatvilla von Javier Salida, Quintana Roo, Mexiko, Dienstag, 17.01 Uhr. Der alte Polizeistreifenwagen mit den offiziellen staatlichen Insignien rollte die von Bäumen gesäumte Straße entlang und kämpfte sich keuchend bergauf. Der von mächtigen Mauern umgebene Sitz eines der einflussreichsten Drogenbosse von Quintana Roo erhob sich wie eine Festung aus dem dichten Wald. Auf dem Beifahrersitz saß Fernando Victorio Aguilar und täuschte jene Gelassenheit vor, die ihm seiner Erfahrung nach stets half, bessere Geschäfte zu machen. Er rieb sich mit den Fingern über die glatten Wangen. Erst vor einer Stunde hatte er sich rasiert und er liebte das köstliche, seidig glatte Gefühl auf seiner Haut.
Der scharfe, aber angenehme Duft seines Aftershaves erfüllte den Wagen und überdeckte andere, weniger angenehme Gerüche, die im Laufe seines Tagwerks an Carlos Barreiro, dem Chef der Staatspolizei von Quintana Roo, hängen geblieben waren. Barreiro fuhr langsam und steuerte vorsichtig um die Schlammpfützen auf der Straße herum. Im Fond saß der junge Pepe Candelaria, Aguilars Assistent, ein wackerer junger Indio, der seine Berufung darin sah, alles zu tun, was Aguilar ihm sagte. Auf dem Rücksitz von Barreiros Streifenwagen wirkte Pepe wie ein gefasster Strauchdieb, doch er hatte nur ein wachsames Auge auf die Kiste mit dem kostbaren Inhalt. Auch wenn Aguilar und Pepe nach den Gesetzen des Landes eine Festnahme verdient hatten, waren sie sich mehr als sicher, dass Polizeichef Barreiro sie niemals in Gewahrsam nehmen würde. Er hatte zu viel zu verlieren. Der Streifenwagen hielt vor dem reich verzierten, imposanten Eisentor, das die Durchfahrt in der massiven Mauer sicherte. Grunzend kurbelte Barreiro die Seitenscheibe herunter und winkte dem schwer bewaffneten privaten Wachmann, der ihn sofort erkannte. Aguilar wandte sich dem Fahrer und seinem Assistenten auf dem Rücksitz zu. »Dies ist ein kompliziertes Geschäft, also überlasst mir das Reden. Wenn wir Salida gegenüberstehen, werde ich die Verhandlungen führen. Da es sich um ein seltenes und ungewöhnliches Objekt handelt, haben wir keine Möglichkeit, seinen wahren Wert zu ermessen.« »Holen Sie so viel raus wie möglich«, knurrte Barreiro. »Waffen kosten Geld und die Liberation Quintana Roo braucht sie dringend.« »Ja, ja, Sie und Ihre kostbaren Revoluzzer.« Aguilar und Barreiro stiegen aus dem Wagen, während Pepe die Kiste mit dem Schatz vom Rücksitz zerrte und unter der sperrigen Last unbeholfen taumelte. Der Wächter führte sie in ein kühles Foyer und dann über eine breite, geschwungene Treppe in das obere Stockwerk, wo Javier Salida seine Büros und seine privaten Räume hatte. Sie näherten sich dem größten der Wohnräume, dessen reich verzierte Mahagonitüren bis auf einen wenige Zentimeter breiten Spalt angelehnt waren. Die wütende Stimme des Drogenbosses drang gut hörbar nach draußen. »Grob! Es muss Peter Grob gewesen sein! Niemand sonst würde so etwas wagen! Ich habe keine Angst davor, den Konflikt eskalieren zu lassen!« Lautstark wurde der Telefonhörer auf die Gabel geknallt und die nachfolgende Stille legte sich wie ein erstickendes Kissen über die Räume. In diesem Moment nickte der Wächter und zog die schwere Mahagonitür auf der rechten Seite auf. Aguilar und Carlos Barreiro traten nebeneinander ein, hinter ihnen mühte sich Pepe mit der mysteriösen Kiste ab. Javier Salida wandte sich langsam zu ihnen um, faltete die Hände vor dem Bauch und setzte ein geduldiges Lächeln auf, dessen Wärme beinahe echt wirkte. Aguilar war verblüfft, wie schnell sich die Stimmung des Drogenbosses nach der wütenden Raserei gewandelt hatte. »Willkommen, meine Freunde«, sagte Salida salbungsvoll. Seine Kleidung war von ausgesuchter Qualität. »Wir freuen uns, dass Sie uns empfangen, Exzellenz«, deklamierte Aguilar. »Wir haben ein neues, sehr schönes Artefakt, das wir Ihnen zeigen möchten. Etwas so Wunderbares haben Sie noch nie gesehen.« Salida schmunzelte. »Fernando Victoria Aguilar, das sagen Sie jedes Mal, wenn Sie mir etwas ins Haus bringen.« Aguilar lächelte höflich zurück und neigte leicht den Kopf. »Und habe ich nicht meistens recht? Kaufen Sie nicht, was ich Ihnen anbiete?« Er winkte Pepe vorzutreten und die Kiste auf einer Glaskonsole in der Nähe des Schreibtisches abzusetzen. Der Drogenboss deutete auf die Kiste. »Lassen Sie mich sehen, was Sie diesmal aufgetrieben haben.« Pepe entfernte das Packmaterial und hob den magischen Schatz vorsichtig heraus. Aguilar lächelte selbstzufrieden. Der Drogenboss hielt den Atem an und trat fasziniert vor. Aguilars Herz klopfte schneller. Dies war genau die Reaktion, auf die er gehofft hatte. Das Artefakt war ein vollkommen durchsichtiger, rechteckiger Kasten mit einer Seitenlänge von etwas mehr als 30 Zentimetern. Im Licht schimmerte es in allen Prismenfarben, als bestünden die Vorrichtungen in seinem Inneren aus hauchdünnen Diamantplatten. »Was ist das?« fragte Salida gebannt, berührte das Gehäuse und zog rasch die Finger zurück. »Es ist kalt. Selbst bei dieser Hitze ist es eiskalt.« Der Drogenboss beugte sich mit halb geöffnetem Mund näher an das seltsame Objekt heran. »Woher stammt es?« Er wirkte wie verzaubert, und Aguilar wusste, dass ihm dieses Geschäft sicher war. Ein äußerst gewinnbringendes Geschäft. »Dieses Wunderwerk stammt aus einer geheimen neuen Ausgrabungsstätte namens Chita Clan, einem bisher völlig unberührten Fundort. Als Javier Salida ein Gebot für das Relikt abgab, war sein erster Preis bereits weit höher, als Aguilar zu hoffen gewagt hatte.
Carlos Barreiro konnte sich kaum zurückhalten und pumpte hektisch Luft durch seine bräunlichen, schlecht rasierten Wangen. Doch Aguilar schaffte es, den Preis noch einmal um 15% hochzutreiben. Nach dem Handel führte sie der Wächter wieder zu dem geparkten Streifenwagen hinaus. Alle Beteiligten waren höchst zufrieden. Museum für Naturgeschichte, Washington D.C., Mittwoch, 10.49 Uhr. Scully beugte sich über eine rechteckige Plexiglasvitrine, um eine hockende Figur mit langem Kinn und Hakennase zu studieren. Eine Vogelscheuche, die auf dem Kopf eine Art von Kohlenbecken trug. Zum wiederholten Mal warf sie einen Blick auf ihre Uhr und sah dann mit erhobenen Augenbrauen zu ihrem Partner hinüber. »Archäologen jonglieren mit Jahrhunderten«, sagte Mulder. »Sie können nicht erwarten, dass so jemand es auch nur merkt, wenn er 5 Minuten zu spät kommt.« Wie auf ein Stichwort erschien hinter ihnen ein hagerer Mann und spähte über Scullys Schulter auf die Skulptur des hakennasigen Männchens hinunter. »Das ist der Feuergott der Maya. Er ist eine der ältesten Gottheiten in der neuen Welt.« Die großen, auffallend blauen Augen des Mannes verliehen ihm einen eulenähnlichen Ausdruck permanenter Überraschung, als sei er ständig kurz davor, etwas Wichtiges zu sagen, ohne allerdings zu wissen, wie. Der Mann streckte seine Hand aus. »Sie müssen die FBI-Agenten sein. Ich bin Wladimir Rubikon. Tut mir leid, dass ich mich verspätet habe.« Mulder schüttelte die angebotene Hand. Der Händedruck des alten Archäologen war stark und fest wie der eines Mannes, der sein Leben lang schwere Steinbrocken gewälzt hatte. »Ich bin Special Agent Fox Mulder, das ist meine Partnerin Dana Scully.« »Danke, dass Sie sich Zeit für ein Treffen mit mir genommen haben.« Rubikon trat nervös von einem Bein aufs andere, als wüsste er nicht so recht, wo er beginnen sollte. »Wenn Sie mir irgendwie helfen könnten, meine Tochter Cassandra zu finden und sie zurückzubringen, ich wäre für immer in Ihrer Schuld.« »Wir werden unser Bestes tun, Mr. Rubikon«, versicherte Scully. Sein Gesicht wirkte müde, traurig und von Sorgen zerfurcht. »Wir brauchen mehr Informationen über Ihre Tochter, Dr. Rubikon«, kam Mulder zur Sache. »Können Sie uns sagen, was sie an dieser neuen Grabungsstätte entdeckt hat? Wonach hat sie gesucht?« »Natürlich. Warten Sie.« Rubikons Augen weiteten sich wieder. »Rita Klan ist eine großartige Stadt, nach den Fotos zu urteilen, die Cassandra mir geschickt hat. Der Fund des Jahrzehnts, was präkolumbische Kunst angeht. Ich wünschte, ich hätte dabei sein können.« Mulder räusperte sich. »Dr. Rubikon, ich habe gehört, dass unter den Indios in dieser Gegend ein paar seltsame Legenden und abergläubische Vorstellungen über Rita Klan umgehen. Ich habe von Maya-Flüchen und mysteriösen Warnungen gehört. Halten Sie es für möglich, dass Ihre Tochter bei Ihren Ausgrabungen vielleicht auf etwas Ungewöhnliches gestoßen ist? Etwas, das Sie in Schwierigkeiten gebracht haben könnte? Haben Sie von den zahlreichen Berichten über verschwundene Personen in der Gegend Yucatans gehört?« Scully atmete hörbar ein, behielt aber ihren Kommentar für sich, während Mulder den alten Archäologen aufmerksam musterte. Wladimir Rubikon senkte den Kopf, doch dann hob er energisch das Kinn. »Ich weiß Bescheid über die vielen Fälle von verschollenen Personen, und mich erschreckt der Gedanke, dass Cassandra das Opfer irgendeines schrecklichen Schicksals geworden sein könnte. Ich habe in dieser Welt schon viele seltsame Dinge gesehen, Agent Mulder, aber ich neige eher zu der Vermutung, dass Cassandra ein paar Schmugglern in die Hände gefallen ist, die Maya-Kunstgegenstände auf dem Schwarzmarkt vertreiben. Der Verkauf von Antiquitäten an private Sammler ist ein blühendes Geschäft. Und da meine Tochter und ihr Team eine noch unausgebeutete archäologische Fundstätte erforschten, denke ich, dass das die Schwarzmarkthändler wie Parasiten herbeigelockt haben muss.« Er kratzte sich am Spitzbart und sah Mulder mit besorgter Miene an. »Ich habe mehr Angst vor Männern mit Gewehren als vor irgendeinem Mythos. Also, wann brechen wir auf? Wie schnell können wir in Rita Klan sein? Ich brenne darauf, meine Tochter zu finden.« »Wir?« Scully riss die Augen auf. Mulder legte eine Hand auf ihren Arm. »Ich habe das bereits genehmigen lassen, Scully. Er ist sowohl mit den geografischen Verhältnissen als auch mit Cassandras Arbeitsgebiet vertraut. Er kennt sich mit Maya-Ruinen so gut aus wie der beste Führer, den wir finden können.« »Ich habe einige Ersparnisse. Ich werde meinen Flug selbst bezahlen.« Ein verzweifelter Ausdruck huschte über Rubikons Züge. »Können Sie eigentlich nachfühlen, was ich seit Cassandras Verschwinden durchgemacht habe? Nicht zu wissen, ob sie am Leben oder tot ist und wo sie sein könnte?« Mulder sah Scully eindringlich an.
Sie erwiderte seinen Blick und plötzlich wurde ihr klar, wie sehr sich ihr Partner mit dem alten Mann und seiner Suche nach der verschwundenen Tochter identifizieren musste. Vor vielen Jahren hatte auch Mulder jemanden verloren, der ihm sehr nahe stand. Mulder schluckte. »Ja, Dr. Rubicon«, sagte er behutsam. »Sie werden es mir vielleicht nicht glauben, aber ich kann genau verstehen, was Sie durchmachen.« Internationaler Flughafen Miami, Florida, Donnerstag, 13.49 Uhr. Wladimir Rubicon beteuerte immer wieder, es würde ihm gar nichts ausmachen, wirklich überhaupt nichts, den Mittelplatz zwischen Mulder und Scully einzunehmen. Obwohl er von langer, schlagsiger Gestalt war, schien er darin geübt zu sein, sich so zusammenzufalten, dass er mit wenig Platz auskam. Wahrscheinlich liegt es daran, dachte Mulder, dass er sein halbes Leben damit zugebracht hat, sich durch enge Öffnungen zu zwängen, in überfüllten Zelten zu schlafen oder sich im Regen unter Bäumen zusammenzukauern. Nachdem sie gestartet waren, führte der Flug sie fort vom klaren, sonnigen Himmel Floridas, über die Keys hinweg und dann nach Südwesten über die Karibik, dem wolkenverhangenen Horizont von Yucatan entgegen. Scully nutzte einen Moment der Stille, um sich zu entspannen, lehnte sich zurück und schloss die Augen. Mulder starrte aus dem Fenster und sah nichts außer dem blauen Ozean und vereinzelten weißen Wolken. »Agent Mulder«, sagte Wladimir Rubicon, »mir scheint, dass auch Sie eine tiefe Traurigkeit in sich haben. Haben Sie jemanden verloren, der Ihnen nahe stand? Der Schmerz hängt Ihnen immer noch wie ein Mühlstein am Hals.« »Die gar traurige Weise vom alten FBI-Agenten«, spöttelte Mulder. Doch im Grunde war ihm nicht nach Scherzen zumute und er sah Rubicon ernst und offen in die Augen. »Ja, ich habe jemanden verloren.« Rubicon legte Mulder seine kräftige, schwielige Hand auf den Arm. Der Archäologe war feinfühlig genug, um nicht weiter nachzuhaken. Und Mulder widerstrebte es, auch nur seine Erinnerungen an das helle Licht zu schildern. Die Entführung durch die Außerirdischen. Wie seine Schwester in die Luft empor und aus dem Fenster hinausgetragen wurde, während er die spindeldürre, fremdartige Silhouette erblickt hatte, die vom lichtdurchfluteten Eingang her winkte. Mulder hatte diese Bilder lange Jahre vor sich verborgen gehalten und sie erst durch intensive, regressive Hypnose wieder rekonstruieren können. Scully vermutete insgeheim, dass Mulders Erinnerung an den Vorfall ihn möglicherweise trug, dass die Hypnosesitzungen nur Visionen verstärkt hatten, an die er selbst glauben wollte. Sie hatte ihren Verdacht jedoch nie offen ausgesprochen. Denn Mulder musste seiner Erinnerung vertrauen. Er hatte nichts anderes, woran er sich halten konnte, außer seinem Glauben, dass seine Schwester Samantha am Leben war und er sie eines Tages wiederfinden würde. »Die Ungewissheit ist das Schlimmste«, unterbrach Rubicons leise Stimme seine Gedanken. »Das endlose Warten ohne jede Nachricht.« Die Maschine begann langsam zu sinken und Mulder konnte in der Ferne deutlich die Küstenlinie der Yucatan-Halbinsel erkennen, eine geschwungene Kurve, die das türkisfarbene Wasser der Karibik durchschnitt. »Wenigstens können Sie etwas unternehmen, um Ihre Tochter zu finden«, sagte Mulder zu Rubicon. »Sie haben einen Anhaltspunkt.« Rubicon nickte, faltete sein Notizpapier zusammen und steckte es in die Tasche. Scully beugte sich zu ihm hinüber, ihr Blick beschwor den alten Mann. »Wir werden alles tun, um Ihre Tochter zu finden, Dr. Rubicon. Wir werden die Wahrheit herausfinden.« Cancun, Mexiko, Donnerstag, 16.21 Uhr. Scully ging als erste durch die Passkontrollen zur Gepäckabholung, wo sie und ihre Begleiter ihre Reisetaschen an sich nahmen, um ohne Zwischenfall die Zollschranke zu passieren. Dann machten sie sich auf die Suche nach dem Kleinbus, der sie zu ihrem Hotel bringen würde. Ihr stuckverziertes Hotel rühmte sich einer modernen Konstruktion im pseudo-aztekischen Design, seiner Sonnenterrassen mit Sonnenschirmen aus Palmenblättern und seines direkten Zugangs zum Strand. »Willkommen im Caribbean Shores Hotel«, der Portier überreichte ihnen ihre Zimmerschlüssel und spulte heiter seine auswendig gelernte Anpreisung der zahlreichen Abendveranstaltungen ab. »Seniorita dürfen auf keinen Fall die Gelegenheit verpassen, heute Abend den Dinnerausflug auf unserem Partydampfer mitzumachen«, er wackelte mit den Augenbrauen. Scully schüttelte höflich den Kopf. »Nein, danke, wir sind geschäftlich hier nicht zum Vergnügen.«
Nachdem sie geduscht und sich umgezogen hatten, trafen sie sich in einem der Hotelrestaurants zum Abendessen. Der Kellner führte Mulder und Scully zu einem Tisch mit einem Gesteck aus tropischen Blüten, die die Luft mit ihrem betäubenden Duft erfüllten. Noch bevor Rubicon eintraf, kam der Kellner vorbei, um ihre Bestellung aufzunehmen. Scully öffnete ihre Aktentasche und zog einen Ordner hervor. »Ich habe mir die Hintergrundinformationen angesehen, die wir über die Mitglieder der archäologischen Expedition haben«, erläuterte sie. Sie reichte Mulder die Fotos und er betrachtete eins nach dem anderen. Dann sah sich Mulder nach einem weiteren Blick auf die Uhr suchend im Raum um, gerade rechtzeitig, um Rubicon am Eingang zum Speisesaal zu erspähen, frisch rasiert und mit einem Abendjackett angetan. Rubicon nahm Platz. »Kein Glück«, seine Stimme schwankte. »Ich habe alle Bekannten angerufen, die ich noch habe. Natürlich sind manche von ihnen in den entlegeneren Gebieten nicht ohne weiteres telefonisch erreichbar, aber diejenigen, die in Cancun oder Merida wohnen, stehen nicht zur Verfügung.« »Nun«, sagte Mulder, »dann sind wir wohl gezwungen, uns selbst etwas einfallen zu lassen, um jemanden zu finden, der uns zu der Grabungsstätte bringen kann. Es ist eine lange Fahrt, bis man auch nur in der richtigen Gegend ist.« Rubicon lehnte sich zurück und schob die Speisekarte zur Seite. »Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Auf der letzten Postkarte, die ich von Cassandra bekommen habe, hat sie einen Mann erwähnt, der ihr behilflich war, ein Einheimischer namens Fernando Victorio Aguilar. Ich habe jemanden ausfindig gemacht, der so heißt, und ihm eine Nachricht hinterlassen, dass wir jemanden suchen, der uns in den Dschungel führt.« Er verschränkte seine Finger und presste seine Hände zusammen, als versuche er, sich die Arthritis aus den Knöcheln zu massieren. »Ich komme mir so hilflos vor. Zu schuldig, wenn ich hier in dieser glamourösen Touristenfalle herumsitze, ohne zu wissen, was Cassandra vielleicht gerade in diesem Moment durchmacht.« Die trübselige Stimmung wurde durchbrochen, als das Essen für Mulder und Scully gebracht wurde. Rubicon warf rasch einen Blick auf die Speisekarte und gab seine Bestellung auf. Als er den hoffnungslosen Ausdruck auf dem Gesicht des alten Mannes sah, erinnerte sich Mulder an die Tage nach Samanthas Verschwinden. Obwohl er sie gnadenlos aufgezogen hatte, wie jeder kleine Junge seine Schwester, hatte er sich nach ihr gesehnt und verzweifelt nach einem Weg gesucht, ihr zu helfen, sie zu finden. Er hatte es als seine persönliche Verantwortung gesehen, da er mit ihr zusammen gewesen war, als sie verschwand. Wenn er sich an jenem Abend nur anders verhalten hätte, wenn er sich dem hellen Licht nur gestellt hätte. Als 12-jähriger Junge hatte er nur begrenzte Möglichkeiten gehabt, jedoch gleichzeitig einen unendlichen Tatendrang. Einen Tatendrang, der ihn seitdem nicht mehr verlassen hatte. Er erinnerte sich, wie er in Chilmark, Massachusetts, seiner Heimatstadt von 650 Einwohnern, mit dem Fahrrad durch die Nachbarschaft gefahren war, an jeder Tür geklingelt und alle gefragt hatte, ob sie Samantha gesehen hätten. Tief in seinem Herzen hatte er allerdings gewusst, dass es unmöglich eine so einfache Erklärung für das geben konnte, was er gesehen hatte. Er hatte tagelang gearbeitet und Vermisst-Plakate hergestellt und sie mit Klebstreifen und Reißzwecken an Schaufenstern, Telegrafenmasten und Bushaltestellen befestigt. Doch niemand rief an. Lediglich ein paar Nachbarn, die ihr Mitgefühl ausdrücken wollten, meldeten sich. Seine Mutter war vor Kummer niedergeschmettert, in Tränen aufgelöst, während sein Vater die ganze Zeit über versteinert und nicht ansprechbar blieb. Vielleicht lag es daran, dass er, wie Mulder heute wusste, eine gewisse Kenntnis davon hatte, was wirklich geschehen war. Sein Vater hatte eine Warnung erhalten, hatte etwas über die Gefahr gewusst, in der Samantha schwebte, aber er hatte geschwiegen und nichts dagegen unternommen. Seit Jahren sah Mulder in jedem dunkelhaarigen kleinen Mädchen ein Abbild von Samantha. Sie war verschwunden, lange bevor es üblich wurde, die Bilder vermisster Kinder auf Milchkartons oder Wurfsendungen zu drucken. All die Anstrengungen, Mulders Poster aufzuhängen oder an Türen zu klopfen, waren letzten Endes sinnlos gewesen. Aber er hatte wenigstens das Gefühl haben können, nicht tatenlos herumzusitzen. Es war seine Mission gewesen, und in gewisser Weise war sie es noch immer. Und nun erlebte er, wie Wladimir Rubicon einen ähnlichen Prozess durchmachte, indem er auf die Yucatan-Halbinsel reiste, seine alten Bekannten anrief und darauf bestand, die FBI-Agenten bei ihren Ermittlungen zu begleiten. »Wir werden sie finden«, sagte Mulder mit erzwungener Zuversicht in der Stimme und streckte die Hand über den Tisch hinweg nach Rubicons Arm aus. Im Geist hatte er das Bild vor sich, wie seine Schwester in das leuchtende Licht hineingezogen wurde. Mulder sah Rubicon fest in die Augen. »Wir werden sie finden.«
Doch er war sich nicht sicher, wem er dieses Versprechen eigentlich gab. Caribbean Shores Resort, Cancun, Donnerstag, 21.11 Uhr. Mit einem müden Seufzer ließ sich Scully aufs Bett fallen, ohne die Decken zurückzuschlagen, und hoffte, der Augenblick der Ruhe würde länger als 2 Minuten anhalten. Das Pochen an ihrer Tür klang hart und scharf wie ein Pistolenschuss. Als sie die Tür öffnete, sah sie einen Mann mit mächtig gewölbter Brust vor sich, der die Uniform eines Polizeichefs trug und die behaarte Faust noch immer erhoben hatte, um sein hartnäckiges Anklopfen fortzusetzen. »Ich bin gekommen, sobald ich von Ihrer Ankunft erfahren hatte«, stieß er unter seinem dichten schwarzen Schnurrbart hervor. »Sie sind FBI-Agent Scully und der andere ist Mulder.« »Wie bitte?« fragte Scully kühl und trug Sorge, dass er ihre 9mm-Pistole nicht übersehen konnte. »Wer sind Sie, Sir?« Er wartete darauf, dass sie ihn in ihr Zimmer bat, und ignoriert die Waffe. »Ich bin Carlos Barreo, Chef der Polizei von Quintana Roo. Tut mir leid, dass ich Sie nicht am Flughafen abholen konnte. Bitte entschuldigen Sie meine Unhöflichkeit. Ich habe viele Fälle, aber nur wenige Männer.« »Man hat uns mitgeteilt, dass Sie benachrichtigt worden seien«, entgegnete Scully, »aber keine Hilfe bei unseren Ermittlungen angeboten hätten.« Die Verbindungstür öffnete sich und Mulder trat in ihr Zimmer, das Haar zerzaust, das Hemd aus der Hose hängend und nur notdürftig zugeknöpft. Sie sah, dass er die Knöpfe in der Eile schief versetzt hatte, doch immerhin hatte er sich die Zeit genommen, sein Schulterhalfter umzuschnallen. »Da Sie mit Fällen so überlastet sind, werden wir uns gern selbst auf diese Untersuchung konzentrieren«, wandte sich Scully wieder an Barreo. »Ja, ich kann leider keine Männer dafür erübrigen«, bestätigte Barreo. »Ich fürchte, ich kann Ihnen nur wenig über das Verschwinden des amerikanischen Archäologenteams berichten. Selbstverständlich werde ich mit Ihnen kooperieren.« Der Blick aus Barreos Augen blieb kalt. »Vielen Dank, Mr. Barreo«, nickte Scully wachsam. Hinter all seinen Floskeln schlug ihr der Hass Barreos immer noch wie kaltes Gift entgegen. »Bitte seien Sie versichert, dass wir nicht versuchen werden, uns in Ihren Zuständigkeitsbereich einzumischen. Mexiko ist ein souveräner Staat. Als Agenten des Federal Bureau of Investigation sind mein Partner Mulder und ich lediglich bevollmächtigt, Ihnen unsere Unterstützung anzubieten.« Mulder räusperte sich. »Allerdings haben wir das Recht, Verbrechen zu untersuchen, die an amerikanischen Bürgern begangen wurden.« Er strich sich mit einer Hand das Haar glatt und stellte sich neben seine Partnerin. »Zum Auftrag des FBI gehören Ermittlungen gegen Terrorismus, Waffenhandel, Drogenschmuggel sowie mögliche Entführungen amerikanischer Bürger. Bis wir neue Informationen über Cassandra Rubicon und ihre Begleiter haben, müssen wir von der Annahme ausgehen, dass jemand die Absicht hat, sie als Geiseln festzuhalten.« »Geiseln«, lächelte Barreo ohne Wärme. »Tut mir leid, Agent Mulder, aber ich halte es für erheblich wahrscheinlicher, dass Sie sich einfach da draußen im Dschungel verirrt haben.« »Ich hoffe, dass sich das bestätigen wird«, sagte Scully. Mit schnellem Schritt gingen 2 Männer über den Flur, und als Scully an Barreo vorbeispähte, entdeckte sie Wladimir Rubicon. Er eilte einem anderen Mann voraus, der tief gebräunt und drahtig war, mit einem langen Pferdeschwanz unter einem breitkrempigen Hut aus geflecktem Leder. Der langhaarige Mann roch intensiv nach Aftershave. »Agent Scully, raten Sie, wen ich gefunden habe«, rief Rubicon und hielt dann inne, als er den Polizeichef bemerkte. »Entschuldigen Sie, stimmt etwas nicht?« Barreo sah die beiden Männer an und blinzelte überrascht, als er den Mann mit dem speckigen Schlapphut erkannte. »Señor Aguilar, gehören diese Leute zu einer Ihrer Expeditionen?« »So ist es«, grinste Aguilar. »Ich habe gerade eine Vereinbarung mit diesem Herrn hier getroffen, eine sehr zufriedenstellende Vereinbarung. Dr. Rubicon ist ein bekannter Archäologe, Carlos. Sie sollten stolz darauf sein, dass ein so bedeutender Mann nach Quintana Roo kommt. Es kann Ihnen doch nur recht sein, wenn Sie positive internationale Publicity bekommen, anstatt immer nur diese unangenehmen Geschichten über revolutionäre Aktivitäten und illegale Waffenverkäufe, oder?« In Aguilars Ton schwang eine kaum verschleierte Drohung mit. Barreos Nackenhaare sträubten sich und seine Gesichtsfarbe wurde eine Spur dunkler. Scully sah hinüber zu Dr. Rubicon, dessen Wangen vor Aufregung gerötet waren. Er lächelte und achtete kaum auf den uniformierten Polizeichef.
Agent Scully, Agent Mulder, sagte er, während er seinen Kopf in ihr Zimmer steckte und mit der Hand eine einladende Geste zu dem Mann hinter ihm vollführte. Erlauben Sie, dass ich Ihnen Fernando Victorio Aguilar vorstelle. Er ist der Mann, den ich vorhin zu erreichen versuchte. Er ist, wie haben Sie sich noch gleich genannt? Expeditionist. Ja, das war es. Ein Mann, der in kürzester Zeit Helfer und Führer und Ausrüstung beschaffen kann, um uns hinaus zu der Grabungsstätte in Xitaclan zu bringen. Meine Tochter hatte tatsächlich Kontakt zu ihm und er hat geholfen, ihre Gruppe zusammenzustellen, obwohl er sie seit Beginn der Ausgrabungen nicht mehr gesehen hat. Er kann uns dort hinausbringen. Der Mann nahm seinen Schlapphut ab und sah erst Scully, dann Mulder, dann wieder Wladimir Rubicon an. »Es hat mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen, Senorita Scully«, er nickte Mulder zu. »Wir werden ja in den kommenden Tagen noch reichlich Zeit miteinander verbringen.« Er ließ ihre Hand los und trat mit einer geschmeidigen Verbeugung zurück. »Ruhen Sie sich heute Nacht gut aus und nehmen Sie sich Zeit für ein entspannendes Bad. Ich versichere Ihnen, dass Ihre Unterkunft in den nächsten Nächten erheblich weniger bequem sein wird.« Privatvilla von Javier Salida, Quintana Roo, Donnerstag, 22.17 Uhr. Javier Salida ging wie ein kleiner Junge, der sich im Morgengrauen des Weihnachtstages an den geschmückten Baum heranschleicht, zu seinem neuesten Prachtstück hinüber, dem erstaunlichen, kristallischen Artefakt, das ihm Fernando Victorio Aguilar aus den Ruinen von Xitaclan mitgebracht hatte. Er tippte an eines der beweglichen Quadrate. Es ließ sich verschieben, als glitte es auf einem Ölfilm dahin. Das Relikt begann zu summen. Überrascht trat Salida zurück und spürte, wie die Kälte tief in seinen Fingerspitzen prickelte. Doch dann beugte er sich wieder darüber, presste seine Hände dagegen und spürte die schwachen Vibrationen im Inneren des geheimnisvollen Quaders. Das Beben schien stärker zu werden und immer mehr anzuschwellen. Salida drückte auf einige der Glyphen, um die hektische Aktivität zu beenden. Doch stattdessen erwachten auch noch die winzigen, juwelenähnlichen Teile im Inneren des Glasbehälters surrend zum Leben. Im Kern des diamantenen Quaders wuchs das Licht kalt und doch von blendender Helle, als flamme eine Lache Quecksilber zu Weißglut auf. Salida trat zurück, jetzt von Angst und Schrecken erfüllt. Was hatte Aguilar ihm da gebracht? Wie konnte er das Ding stoppen? Was? Draußen schrien die Hunde und Pfauen, als würden sie bei lebendigem Leibe zerrissen. Dann erreichte das Licht seinen kritischen Punkt und sprang auf eine andere Ebene. Hitze und Energie überspülten Salida mit solcher Schnelligkeit, dass ihm keine Zeit mehr blieb, die infernalische Explosion auch nur zu erahnen. Er verlosch, bevor der Schmerz ihn einholte. Cancun, Freitag, 8.05 Uhr. Mulder, der gleich hinter dem Foyer-Eingang neben den Touristen wartete, die zu ihren Tagesausflügen aufbrechen wollten, schulterte seinen Seesack und wandte sich grinsend an Scully. »Ich wette, das ist unser Wagen.« »Das habe ich befürchtet.« Sie stellte ihre Styropor-Kaffeetasse neben einen mit Sand gefüllten Aschenbecher und griff ebenfalls nach ihrer Tasche. Wladimir Rubicon folgte ihnen mit seinem Rucksack und vor Erregung gerötetem Gesicht. Im Jeep erkannte Scully Fernando Victorio Aguilar mit seinem Schlapphut und seinem dunklen Pferdeschwanz. Aguilar winkte ihnen zu und ließ seine weißen Zähne aufblitzen. «Buenos dias, amigos!» Mulder nahm Scullys Gepäck und warf es zusammen mit seinem eigenen in den Laderaum, während Rubicon seine persönliche Ausrüstung mit ins gedrängte Innere des Wagens nahm. Zwei dunkelhaarige, braunhäutige junge Männer saßen mit Aguilar im Wagen, um sie als Helfer zu begleiten. Rubicon achtete kaum auf die Fremden und zwängte sich auf den Rücksitz. Mulder setzte sich neben ihn. Aguilar sah Scully schelmisch an und klopfte einladend auf den Beifahrersitz. »Für Sie, Senorita. Neben mir, wo es sicherer ist, eh?« Dann drehte er sich zu Mulder und Rubicon um. »Bereit zum Aufbruch? Sind Sie richtig gekleidet, passend für den Dschungel?« Rubicon zupfte an seinem dünnen Spitzbart. »Sie sind gut genug vorbereitet«, teilte er Aguilar seinen Eindruck mit. Mulder beugte sich vor. »Ich habe sogar meine Wanderstiefel und das Insektenabwehrmittel dabei.« Scully schloss für einen Moment die Augen. »Ja, Mulder, die wichtigsten Dinge.«
Der drahtige Expeditionsführer sah frisch rasiert aus. Wangen und Kinn schimmerten glatt wie Glas. Deutlich nahm Scully sein Aftershave wahr. Als hätte er ihre Gedanken erraten, rieb er sich mit den Fingern prüfend über das Gesicht. »Wir werden etliche Stunden brauchen, um zu der Stelle zu kommen, wo wir von der Straße abbiegen. Ab dann geht es in den Dschungel.« »Und wer sind unsere Begleiter?« fragte Mulder und deutete auf die beiden Männer, die sich mit ihm und Rubicon im hinteren Teil des Jeeps drängten. »Unsere Helfer«, erklärte Aguilar. »Einer wird den Jeep zurückfahren, während der andere mit uns in den Urwald kommen wird. Er hat mich schon auf etlichen Expeditionen begleitet.« »Nur ein Helfer?« Rubicon war überrascht. »Ich hatte damit gerechnet, dass wir erheblich mehr Unterstützung und Vorräte brauchen würden.« Aguilar schnitt ihm mit einer lässigen Handbewegung das Wort ab. »Ich habe bereits dort lebende Führer und Träger beauftragt, die uns am Treffpunkt mit Vorräten erwarten, Senior. Nicht nötig, die ganze Mannschaft ans andere Ende von Yucatan zu verfrachten.« Er zupfte an der Krempe seines Huts, legte den Gang ein, ließ den Motor aufheulen und kurvte mit quietschenden Reifen um einen schwerfälligen Reisebus herum, der gleichzeitig ausscheren wollte. Scully kniff die Augen zu, doch Aguilar drückte nur auf die Hupe und riss den Jeep nach links, wobei er mit zwei Reifen über den feuchten Rasen rollte. Dann war er um den Bus herum. Nach einem frühen Mittagessen in einer Kantine am Straßenrand, die aus kaum mehr als einem Tisch und einer Markise bestand, setzten sie ihre Fahrt zwei weitere Stunden lang mit halsbrecherischer Geschwindigkeit fort. »Da sind wir«, sagte er schließlich und trat auf die Bremse. Aguilar fuhr von der Straße herunter auf die staubige Böschung, wo ein schmaler Feldweg aus dem dichten Dschungel auftauchte. Flugs kletterte Aguilar hinaus und stellte sich grinsend neben das ächzende Vehikel, während Mulder die hintere Tür aufstieß und seine tauben Beine ausstreckte. Scully sog die feuchte Luft ein, die von den schweren Düften des Regenwalds erfüllt war. Mittlerweile waren die anderen beiden Passagiere auf dem Rücksitz aus dem Jeep gestiegen, öffneten die Heckklappe und hieften Mulders und Scullys Gepäck heraus. Den Rucksack erreichten sie Wladimir Rubicon, der sich vorbeugte und seine steifen, knochigen Knie massierte. Mulder betrachtete das hohe Gras, die dichten Ranken, Palmen und Schlingpflanzen, eine undurchdringliche Masse der Vegetation. »Das meinen Sie nicht ernst«, murmelte er. Fernando Aguilar lachte und schnüffelte dann. Er rieb sich die Wangen, auf denen schon wieder Bartstoppeln sprossen. »Tja, amigo, wenn die Jita-Clan-Ruinen direkt neben einer vierspurigen Straße stünden, dann wären sie bestimmt keine unberührte archäologische Stätte mehr, oder?« »Da hat er recht«, ächzte Rubicon, der sich seinen Rucksack aufschnallte. Während Aguilar sprach, tauchte plötzlich wie in einem billigen Film eine Gruppe dunkelhäutiger Männer aus dem Dschungel auf. »Ah, hier ist der Rest unserer Mannschaft bereit für die Arbeit«, rief Aguilar. Er winkte den Indios, die Vorräte und das Gepäck zu übernehmen, während Aguilar selbst mehrere Leinwandsäcke aus dem Jeep auslud. »Unsere Zelte«, erklärte er. Mulder stand da, die Hände in die Hüften gestemmt, musterte den Dschungel und atmete die leicht modrige Luft durch die Nase ein. »Es ist nicht nur ein Job, Scully, es ist ein Abenteuer.« Moskitos schwirrten ihm ums Gesicht. »Brechen wir auf, Amigos«, deklamierte Aguilar. »Vorwärts, ins Abenteuer.« Scully holte tief Luft und zog die Schnürsenkel ihrer Stiefel fester. Gemeinsam tauchte die Gruppe in das ewige Grün des Dschungels ein. Es dauerte nicht lange, bis Scully sich erhitzt, verschwitzt und elend fühlte. Sie verspürte Lust, an den Hersteller ihres Insektenabwehrmittels zu schreiben und sich über dessen Wirkungslosigkeit zu beschweren. Es war schon später Nachmittag gewesen, bevor sie ihren Marsch auch nur begonnen hatten, sodass ihnen höchstens 4 Stunden Zeit zum Marschieren blieben, bevor sie Halt machen und ihr Lager aufschlagen mussten. Scully erkundigte sich danach und Aguilar lachte. Als er ihr auf den Rücken klopfte, war ihr seine Berührung unangenehm. »Ich versuche, Sie langsam an den langen Marsch zu gewöhnen, Senorita. Es ist unmöglich, Jita-Clan innerhalb eines Tages zu erreichen, also bringen wir auf diese Weise lieber die Fahrt und einige Stunden Marsch hinter uns und übernachten dann. Morgen, wenn wir uns ausgeschlafen haben, gehen wir weiter. Ausgeruht und bereit, die Entfernung zu überwinden, eh? Bis zum Nachmittag des nächsten Tages müssten wir die Ruinen erreichen. Und dort werden Sie vielleicht Ihre vermissten Freunde finden. Vielleicht ist ja auch nur Ihr Funkgerät kaputt.« »Vielleicht«, meinte Scully skeptisch.
Als die Schatten im Dschungel länger wurden, zeigten Aguilars einheimische Helfer wieder einmal, was sie wert waren. Binnen kurzem hatten sie Büsche und Sträucher gerodet, um einen Schlafplatz freizulegen. Dann schlugen sie die Zelte auf, in denen Mulder, Scully, Rubicon und Aguilar die Nacht verbringen würden, während sie für sich selbst andere Lagerplätze suchten, vermutlich in den umstehenden Bäumen. Dschungel von Yucatan, Samstag, frühmorgens, genaue Zeit unbekannt. Mulder schälte sich aus der äußeren Schicht nasser, schmutziger Kleidung und zog einen neuen Satz hervor, der im Laufe dieser Tageswanderung ebenso dreckig werden würde. Währenddessen kam Scully aus ihrem Zelt gekrabbelt und schlug träge nach stechenden Insekten. Wladimir Rubicon marschierte ungeduldig hin und her. Die einheimischen Helfer schlugen die Zelte ab, rollten Kleidungsstücke und Vorräte in Seesäcke ein und falteten sie zu kompakten Paketen zusammen. Sie bewegten sich mit bemerkenswerter Geschwindigkeit und hatten im Nu alles für den Abmarsch gepackt. Sie machten sich wieder auf den Weg durch den gnadenlosen Dschungel. Die stillen, ernsten Einheimischen gingen voraus und bahnten den Weg mit ihren Macheten, unmittelbar gefolgt von Aguilar, der die Richtung angab. Das Pentagon, Arlington, Virginia, Samstag, 13.03 Uhr. Die Tatsache, dass Major Willis Jakes an einem Samstag zu einer Besprechung auf hoher Ebene gerufen worden war, bedeutete, dass sich eine wichtige Mission anbahnte. Nicht mehr lange und Jakes würde sich wieder einmal in irgendeinem entlegenen Winkel der Welt wiederfinden und eine Reihe von geheimen Aufgaben ausführen, die von seinen Vorgesetzten klar definiert waren. Der Major hielt sich an die Regeln, auf die er seinen Eid geleistet hatte. Er setzte sein Leben ohne Rückfragen für Operationen ein, die in offiziellen Stellungnahmen der Regierung mit Sicherheit dementiert werden würden. Jakes war hochgewachsen und schlank, und die Mahagoni-Farbe seines glattrasierten Gesichts verriet ägyptisches Blut. Seine Züge waren kantig semitisch und an keiner Stelle gerundet und weich. Er öffnete die Tür und fand sich in einem spärlich beleuchteten Konferenzraum wieder. Die Reihen der Neonlampen flackerten abwechselnd weiß oder blieben dunkel. Am hinteren Ende hing eine weiße Projektionsleinwand an der Wand. Drei Männer in Anzug und Krawatte hatten Platz genommen, während ein weiterer Mann sich am Rundmagazin eines Diaprojektors zu schaffen machte. Major Jakes hatte keinen der Männer je zuvor getroffen und rechnete auch nicht damit, einen von ihnen je wiederzusehen. Ein Mann mit anthrazitfarbenem Anzug und Nickelbrille sagte: »Willkommen, Major Jakes, pünktlich auf die Minute. Okay, dann können wir anfangen.« Neugier gehörte zwar nicht zu Jakes Pflichten, doch volle Aufmerksamkeit und ein fehlerloses Gedächtnis waren entscheidend für seine Arbeit. Er registrierte jede Einzelheit. Der Mann, der stahlgraue Haare hatte und ein weißes Anzugshemd trug, lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. »Zeigen Sie das erste Dia«, ordnete er an. Der Mann am Projektor stellte rasch die Schärfe ein und zeigte ein Satellitenbild von einer dichten Dschungellandschaft, in deren Mitte ein kreisförmiges Gebiet zu einem Krater von beinahe vollkommener Symmetrie flachgelegt worden war. Der Boden ringsum sah aus wie eine glasige Schlacke, als wäre dort eine riesige Zigarette ausgedrückt worden. »Das hier war einmal eine private Ranch in Mexiko. Das Gebiet hat einen halben Kilometer Durchmesser. Unsere seismischen Sensoren haben einen scharfen Stoß registriert und unsere Fernstrahlungsdetektoren haben einen signifikanten Anstieg radioaktiver Strahlungsrückstände gemessen.« Major Jakes spitzte die Ohren. »Wollen Sie andeuten, dass dies das Resultat eines kleinen Atomschlags ist?« »Wir finden keine andere Erklärung«, bestätigte der zweite Mann und rückte seine dunkelrote Krawatte zurecht. »Aber wer hätte eine solche Waffe in Mittelamerika einsetzen können, Sir? Was könnte jemanden dazu veranlasst haben?« Der Mann mit den stahlgrauen Haaren, der der Leiter der Besprechung zu sein schien, verschränkte seine Finger hinter dem Kopf und lehnte sich noch weiter zurück. »Es gibt eine Menge politischer Unruhen in diesem Teil von Yucatan. Es gibt auch etliche rivalisierende Drogenbosse in der Gegend, bei denen es eine beliebte Taktik ist, den Rivalen durch Mordanschläge aus dem Weg zu schaffen. Autobomben und dergleichen.« »Das hier war keine Autobombe, Sir«, wandte Major Jakes ein. »Ganz sicher nicht«, nickte der Mann im dunklen Anzug.
Wir möchten, dass Sie ein Team zusammenstellen und die Quelle dieser Waffen ausfindig machen, um sie dann zu beschlagnahmen oder zu zerstören. Wir können nicht zulassen, dass Terroristen mit Nuklearwaffen Amok laufen, auch wenn sie sich nur gegenseitig damit umbringen. Meine üblichen Kommandotruppen? Fragte Jakes knapp. Was immer Sie wünschen, steht zu Ihrer Verfügung, Major Jakes, sagte der Chef. Wir wissen, dass unsere Investitionen in Ihre Bemühungen jeden Cent wert sein werden. Ich vermute, dass dies eine verdeckte Operation sein wird, eine Such- und Vernichtungsmission. Wie soll ich das Ziel ausfindig machen? Welche genauen Erkenntnisse haben wir darüber, ob es noch weitere taktische Sprengköpfe gibt? Wir haben einen starken Verdacht, führte der Mann im anthrazitfarbenen Anzug aus. Es scheint eine Militärbasis in einem der entlegeneren Teile von Yucatan zu geben. Wir haben eine starke Funkübermittlung aufgefangen, verschlüsselt mit einem Code, der völlig anders ist als alle, mit denen wir es bisher zu tun hatten. Das Signal tauchte vor etwas mehr als einer Woche plötzlich auf. Es war so stark, dass es sich nicht verbergen ließ. Wir gehen davon aus, dass die Funkstation auf eine dort gelegene geheime Militärbasis schließen lässt. Entspricht das Ziel irgendeiner bekannten Örtlichkeit? Fragte Major Jakes, beugte sich vor und saugte das Bild auf der Leinwand mit den Augen auf. Das nächste Dia erschien. Eine hochauflösende Satellitenaufnahme, über die die Linien und Konturen einer Landkarte gelegt waren. Bei dem Standort handelt es sich um eine Ansammlung abgelegener Maya-Ruinen. Beim Vergleich unserer Unterlagen mit denen des Außenministeriums haben wir festgestellt, dass dort etwa um die Zeit, als das Signal begann und nur wenige Tage, bevor sich diese Explosion ereignete, ein Team amerikanischer Archäologen verschwunden ist. Wir vermuten, dass unsere Feinde die Ruinen dort als geheime Militärbasis eingenommen haben. Da keine Lösegeldforderungen oder Geiseldrohungen eingegangen sind, ist der Verbleib unserer Staatsbürger unbekannt und für die Zwecke ihrer Mission von untergeordneter Priorität. Ich verstehe. Major Jakes kniff die Augen zusammen, um die auf der Karte verzeichnete Gegend genauer zu studieren. Nirgendwo in der Nähe war eine Linie zu sehen, die auch nur annähernd auf einen Weg, geschweige denn auf eine Straße hingewiesen hätte. Der Mann am Projektor drehte am Schärfenring der Linse, um das Foto kristallklar erscheinen zu lassen. Chita Klan, registrierte Major Jakes mechanisch die Aufschrift. In Ordnung. Das war doch mal was anderes als Afghanistan. Ruinen von Chita Klan, Sonntag, 16.23 Uhr. Fernando Aguilar beschleunigte seinen Schritt. »Kommt schnell, Amigos«, sagte er und bog die Fahne zur Seite. Er lehnte sich gegen einen hohen Cyberbaum und streckte mit großer Geste die Hand aus. »Sie sehen Chita Klan.« Schweißbedeckt und müde blieb Mulder neben Scully stehen, doch seine Augen leuchteten auf. Wladimir Rubicon sprang mit neuer Energie vorwärts und überholte die beiden Agenten. Schwer atmend schirmte Scully ihre Augen gegen die Sonne ab und blickte hinaus auf die verfallene Stadt, die Cassandra Rubicon und ihrem Team möglicherweise das Leben gekostet hatte. In der Mitte der weiträumigen Plaza schoben sich dünne Bäume durch Spalten zwischen den Pflastersteinen empor. Eine hoch aufragende Stufenpyramide, überwuchert von Ranken, beherrschte die verlassene Metropole. Kleinere Schreine und üppig verzierte Stelen, die der Zeit und den Naturgewalten nicht hatten widerstehen können, lagen in Trümmern herum. Aufwendig gemeißelte Glyphen lugten unter dem Moos und den Ranken hervor. »Das ist erstaunlich«, rief Rubicon, während er sich an Fernando Aguilar vorbeischob. »Schauen Sie sich die Größe dieser Anlage an. Stellen Sie sich vor, wie viele Menschen hierher kamen.« Er drehte sich zu Scully und Mulder um, voller Enthusiasmus, ihnen das ganze Ausmaß dieser archäologischen Entdeckung vor Augen zu führen. Doch dann nahm Rubicons Gesicht einen tief besorgten Ausdruck an, als er weiter vorwärts trat und sich in alle Richtungen umschaute. Er zupfte an seinem schmutzverkrusteten Spitzbart und hinterließ einen schlammigen Fingerabdruck an seinem Kinn. »Ich sehe keine Hinweise auf Cassandra und ihr Team hier, keinerlei Anzeichen von ehrgeizigen Ausgrabungsarbeiten.« Ich sollte wohl die Hoffnung aufgeben, ihr Problem könnte so etwas Harmloses wie ein beschädigtes Funkgerät gewesen sein. Er starrte die verwitterten Steinstrukturen an. Mit belegter Stimme sagte Rubicon, »Ich kann mir denken, warum Cassandra so begeistert war. Das hier ist der Traum eines jeden Archäologen.«
Im Geiste beseitigte Scully die grünen Büschel der üppig wuchernden Vegetation und stellte sich die Stadt auf dem Höhepunkt ihrer Blüte vor. Rita Klan muss ein atemberaubender Anblick gewesen sein. Wie Torpfosten standen zwei beeindruckende Stelen vor ihnen, auf denen Reihen unverständlicher Maya-Schriftzeichen und große Kalendersymbole zu sehen waren. Dazu wand sich eine große, zusammengerollte Schlange mit aufgestellten Federn um jeden der Obelisken. Scully erinnerte sich an das Symbol der gefiederten Schlange auf dem Jade-Artefakt, das Mulder ihr gezeigt hatte. »Soll das hier Kukulkan sein?«, fragte sie und deutete auf die Skulptur. »Die gefiederte Schlange?« Rubicon schob sich seine Halbbrille auf die Nase und studierte die Stelen. »Interessant, höchst interessant.« »Fast so, als wäre die Skulptur nach einem lebenden Modell angefertigt worden,« bemerkte Mulder. Scully warf ihm einen langen Blick zu und er antwortete mit einem leichten Lächeln. »Das Tageslicht lässt bereits nach.« Aguilar rückte seinen Hut zurecht. »Vielleicht sollten wir einen kurzen Rundgang durch die Anlage machen und dann unser Lager aufschlagen, eh? Morgen können Sie dann mit Ihrer eigentlichen Arbeit beginnen.« »Ja, gute Idee,« räumte Rubicon ein. Er schien hin und her gerissen zwischen der Niedergeschlagenheit, seine Tochter nicht vorgefunden zu haben, und der Freude, diese großartige, unerforschte Stätte studieren zu können. Mulder ging ihnen voraus, den Pfad entlang, der um die Basis der Pyramide herumführte, und rief ihnen dann zu, sie sollten ihm folgen. Sie fanden ihn am Rande eines kreisförmigen Schachts von mindestens 10 Metern Durchmesser, der sich wie von einem riesigen Bohrer getrieben in den Kalkstein hinabsenkte. »Eine Cenote«, sagte Rubicon, »ein heiliger Brunnen. Das ist eine sehr tiefe Kalksteinzisterne. Die sind überall auf der Yucatan-Halbinsel verstreut. Vielleicht ist das eine Erklärung dafür, warum Rita Klan an dieser Stelle erbaut wurde.« Von der Kante aus spähte Scully in die Tiefe, wo sie eine spiegelglatte Fläche trüben, grünen Wassers sah. Der Brunnen schien unergründlich tief zu sein. »Diese natürlichen Schächte wurden als heilige Brunnen betrachtet, als Wasser von den Göttern, das aus der Erde aufsteigt,« erklärte Rubicon. »Sie können sicher sein, dass diese hier eine Schatzkammer voller Relikte und Gebeine ist.« »Gebeine?«, fragte Scully überrascht. »Von Leuten, die hineingefallen sind?« »Hineingeworfen wurden,« hüstelte Rubicon. »Die Cenotes waren Opferbrunnen. Vielleicht wurden die Opfer vorher erschlagen, vielleicht auch nur gefesselt und mit Gewichten behängt, damit sie untergingen.« »Und ich dachte immer, die Maya wären ein vorwiegend friedliches Volk gewesen.« »Das ist ein alter Irrglaube, eine völlig verkehrte Geschichte, die von einem Archäologen in Umlauf gebracht wurde, der die Maya über jede gesunde Urteilskraft hinaus bewunderte.« Scully schauderte, als sie am Rande des Schachtes stand, in das Dunkel der Cenote hinabstarrte und an all die fürchterlichen Geheimnisse dachte, die der Grund dieses Brunnens bergen mochte. Ruinen von Rita Klan, Sonntag, 18.38 Uhr. Mulder stand in der Nähe der Opferplattform am Rande des Kalksteinschachts und stierte in die Tiefe, die ihn zu sich hinabzulocken schien. Die Luft roch sauer und schimmlig mit einem Anflug von Verwesung. Das Wasser in der Cenote begann zu schäumen. Plötzlich stiegen große Blasen an die Oberfläche, jede einzelne so dick wie ein Fass, und spien gelbliches Gas aus der Tiefe empor. »Was ist da los?« Scullys Stimme war unsicher. Mulder wich von der rauen Kante zurück, als die Vibration unter seinen Füßen stärker wurde. Eine Wolke von Gestank traf ihn sauer und schweflig wie ein Riesenomelett aus 1000 faulen Eiern. Er hielt sich die Nase zu und würgte. Scully, die es gewohnt war, auch unter den härtesten Bedingungen einer Autopsie Leichen und Verwesung zu riechen, zog die Nase kraus und rang nach Luft. »Was für ein Gestank!« rief Fernando Aguilar. »Dieser Gestank ist übel genug, um die halbe Bevölkerung umzubringen.« Scully schnupperte vorsichtig und schüttelte den Kopf. »Das ist Schwefel, Schwefeldioxid, glaube ich. Das ist ein vulkanisches Gas.« »Vielleicht sollten wir das woanders besprechen,« presste Mulder hervor. Sie eilten zurück zur Vorderseite der großen Pyramide. »Meine Knie zittern immer noch.« Scully atmete die etwas neutralere Luft tief ein. »Warten Sie, das sind nicht meine Knie, das ist der Boden. Es hat immer noch nicht aufgehört.« Mulder sah die Bäume schwanken und den Erdboden sich wölben und aufbäumen.
Irgendwo in seinem Hinterkopf verspürte er ein leises Beben, ein Rumpeln im subsonaren Bereich unterhalb der Hörschwelle. Und es wurde stärker, als der mysteriöse Vorgang tief unter der Erdoberfläche an Heftigkeit zunahm. Aguilars handverlesene indianische Führer standen neben den halb errichteten Zelten und tauschten rasche Bemerkungen aus. Ein untersetzter Mann floh in den Wald und rief den anderen etwas zu. »Was haben die?«, fragte Mulder halb beunruhigt, halb scherzend. »Haben die denn noch nie zornige Götter erlebt?« »Das ist seismische Aktivität«, erklärte Rubicon, dessen Stimme unangebracht analytisch klang. »Aber wie kann es hier Erdbeben und vulkanische Aktivität geben? Die Yucatan-Halbinsel ist ein hohes, stabiles Kalksteinplateau. Eine Vulkantätigkeit ist hier geologisch unmöglich.« Wie um seine Worte zu widerlegen, erzitterte der Boden, als hätte jemand mit einem riesigen Vorschlaghammer darauf geschlagen. Auf der Plaza schoben sich Steinplatten empor, an den Seiten der Stufenpyramide lösten sich Ziegel und hüpften in immer schnellerem Rhythmus dem Boden entgegen. Doch dann, noch bevor das Beben seinen Höhepunkt erreichte, ließen die Stöße nach und dämpften sich ab zu einer schwachen Vibration, die vielleicht auch nur noch in Mulders überreizten Nerven existierte. Rubicon strich sich seinen Spitzbart glatt, um seine zitternden Hände mit irgendetwas zu beschäftigen. Vielleicht irre ich mich auch, was diese seismische Stabilität angeht. Mit aschfahlem Gesicht deutete Aguilar auf die eingestürzten Zelte und die ringsum verstreuten Vorräte. Das Lager lag leer und verlassen da. »Sieht aus, als wären wir unsere Helfer erst einmal los.« Mit fahrigen Fingern fummelte er in seiner Westentasche nach Zigarettenpapier und Tabak. »Sie werden morgen wieder da sein, Amigos. Es sind gute Arbeiter. Aber jetzt müssen wir allein unser Abendessen vorbereiten und uns von unserem Abenteuer erholen, ne?« Er zwang sich zu einem meckernden Lachen. Scully sah Mulder mit gerunzelten Brauen an und er wusste, was sie dachte. Ihn beunruhigten dieselben Fragen. Welcher gewaltige Energieausbruch, welche abrupte Erdbewegung konnte diesen Ausbruch vulkanischer Aktivität rings um Xitaclan ausgelöst haben? Und warum ausgerechnet jetzt? Irgendetwas war hier geschehen. Mulder wusste nur nicht, ob es mit dem Verschwinden von Cassandra Rubicons Team zusammenhing oder ob es nur ein Zufall war. Er war bereit, an das Unmögliche zu glauben. Doch mit solchen Zufällen hatte Mulder seine Schwierigkeiten. Haus von Peter Grobe, Quintana Roo, Sonntag, 16.30 Uhr. Carlos Barreiro nahm an der Einfahrt zu der schlossähnlichen Festung von Peter Grobe seine Dienstmütze ab und wartete, während die Wache den Chef anrief. In seiner abgenutzten Ledertasche hatte er sorgfältig eingewickelte Maya-Kunstgegenstände aus Jade, antike Relikte, die aus den kleineren Tempeln rund um Xitaclan erbeutet worden waren. Noch nie zuvor hatte er versucht, Antiquitäten auf eigene Faust zu verkaufen, und er wusste nicht, welcher Preis für solche Jade-Skulpturen verlangt werden konnte. Doch er brauchte das Geld, und die Bewegung Liberación Quintana Roo brauchte die Waffen, die sie damit kaufen konnte. »Master Grobe wird Sie empfangen«, brummte der Wächter. »Ich soll Sie zu ihm begleiten.« Barreiro räusperte sich und nickte. Er strich sich über die Vorderseite seiner weißen Uniform, immer noch die Dienstmütze in der schwitzenden Hand. Was für eine Ironie, dass er, als einer der wichtigsten Männer, die in Quintana Roo die korrupten mexikanischen Gesetze hüteten, hier nach der Pfeife eines Drogenbosses tanzte. Doch Barreiro hatte begriffen, welche Spielchen er spielen musste, um an sein Ziel zu gelangen. Die Nachkommen der Maya hatten ein langes Gedächtnis. Sie hatten jahrhundertelang darauf gewartet, wieder frei zu sein. Freiheit und Unabhängigkeit. Das Volk von Quintana Roo würde ihm dafür danken, wenn die Unruhen, das Blutvergießen und der politische Aufruhr erst einmal vergessen waren. Peter Grobe saß allein auf einem Klappstuhl, genoss die Stille. Barreiro stand im Eingang zum Patio und wartete darauf, zum Nähertreten aufgefordert zu werden. »Ja, Senor Barreiro«, sagte er, »was möchten Sie mit mir besprechen?« Die Stimme des belgischen Drogenbosses war leise, geduldig und bestimmt. »Ich habe ein paar Dinge, von denen ich hoffe, dass Sie sie interessieren werden, Exzellenz«, sagte Barreiro. »Kostbare Maya-Kunstwerke.« Barreiro öffnete die Tasche und holte die Skulpturen aus Xitaclan heraus. »Und was bringt Sie auf den Gedanken, ich hätte auch nur das geringste Interesse daran, geschmuggelte Antiquitäten zu kaufen, Senor Polizeichef Barreiro?« fragte Grobe leise. »Ist das vielleicht ein Lockvogel-Einsatz, wie die Amerikaner das nennen?«
Versuchen Sie, mich zu einer illegalen Handlung zu verleiten, um mich auf frischer Tat verhaften zu können? Barreo fuhr entsetzt zurück. Das wäre der Gipfel der Torheit, Exzellenz. Ja, stimmte der Belgier ungerührt zu. Ja, das wäre es. Barreo fügte hastig hinzu. Der Staat Quintana Roo hat eine klare Hierarchie der Macht. Ich kenne meinen Platz in dieser Gesellschaft, Exzellenz, und ich kenne den Ihren. Etwas so Törichtes würde ich niemals versuchen. Man hat mir berichtet, dass Sie und dieser Parasit Fernando Aguilar auch an Salida Maya-Kunst verkauft haben. Antike Skulpturen aus einer erst kürzlich ausgegrabenen Ruinenstadt namens, Grob legte seinen mageren Zeigefinger an die Lippen, als er nach dem Namen suchte. Xitlaclan, glaube ich. Viele meiner indianischen Bediensteten, einschließlich unseres Freundes Juan hier, er deutete mit dem Blick über die Schulter auf den starr dastehenden Wachmann, der seine Waffe immer noch im Anschlag hielt, glauben, dass auf solchen Stücken ein Fluch lastet und dass sie niemals von ihrem Ruheort hätten entfernt werden dürfen. Die Götter sind erzürnt und werden Rache üben. Barreo zwang sich zu einem Lachen und trat unbehaglich von einem Bein aufs andere, während er mit einer der gefiederten Schlangen aus Jade spielte. »Sie scherzen, Exzellenz«, hob er an. »Was für ein Aberglaube! Ein gebildeter Europäer wie Sie wird doch nicht auf irgendein Gerede von verstaubten Flüchen hören!« Grob nahm einen gemächlichen Schluck von seinem Limonensaft, warf einen Blick auf seine Armbanduhr und stieß dann einen langgezogenen Seufzer aus. »Ihre Zeit ist um, Señor Barreo. Es tut mir leid, dass wir Ihre Wünsche nicht erfüllen konnten. Ich möchte Ihnen etwas anderes anbieten, das für Sie von Wert sein könnte. Ich habe kein Interesse an Ihren Relikten, aber ich gebe Ihnen diese Information kostenlos. Für den Augenblick. Ich vertraue darauf, dass Sie an mich denken werden, falls sich einmal eine Gelegenheit für Sie ergeben sollte, sich bei mir zu revanchieren.« »Worum handelt es sich, Exzellenz?« »Ich habe aus internationalen Quellen erfahren, dass ein verdeckt operierendes amerikanisches Militärkommando Quintana Roo infiltrieren wird. Es handelt sich um eine Such- und Vernichtungsmission. Die Truppen beabsichtigen, ein Waffenlager oder eine militärische Anlage irgendwo tief im Dschungel ausfindig zu machen. Vielleicht wissen Sie etwas darüber. Vielleicht hat es etwas mit dieser revolutionären Guerilla-Gruppe zu tun, die sich Liberación Quintana Roo nennt.« Er lächelte dünn. »Da Sie der Polizeichef in dieser Gegend sind, dachte ich mir, dass diese Entwicklung für Sie von Interesse sein dürfte.« »Danke«, presste Barreo hervor. »Ich danke Ihnen, Exzellenz.« Die Jadeskulpturen waren vergessen und die Ledertasche hing ihm schwer an der gefühllosen Hand, als Barreo dem Wächter zurück nach draußen folgte. Ruinen von Xitlaclan, Sonntag, 20.17 Uhr. Stunden nach den bizarren vulkanischen Erschütterungen war der Erdboden wieder weitgehend zur Ruhe gekommen. Der unerträgliche Schwefelgestank war aus der Luft verschwunden und den schweren Gerüchen des Dschungels gewichen. Mitten in der Nacht erwachte Mulder von einem Rascheln, das nach einem kriechenden Wesen klang. Ganz in der Nähe. Zu nahe. Er rieb sich die Augen, dann setzte er sich auf und lauschte angespannt. Er war sicher, dass er da draußen etwas hörte. Etwas, das sich über die Plaza bewegte. Vielleicht ein großes Raubtier, das auf der Suche nach einer leichten Beute heranschlich. Vorsichtig beugte sich Mulder vor und teilte die Bahnen des Moskitonetzes, um die Öffnungsklappe des Zeltes zu erreichen. Er schluckte und zog ganz langsam die Öffnungsklappe auf, um seinen Kopf hinaus in die Nachtluft zu stecken. Der helle Dreiviertelmond hatte gerade wie ein halbgeschlossenes Auge seinen Aufstieg begonnen und warf sein fahles, wässriges Licht über die Baumwipfel. Dann hörte Mulder das Rascheln wieder. Ein Knistern, ein rasselndes Knurren. Er suchte die Dunkelheit ab, doch er sah nichts als reglose Schatten. Flach atmend wartete er, alle Sinne hellwach. Zwischen den hohen, verfilzten Bäumen und den herabhängenden Kletterpflanzen entdeckte er schließlich einen riesigen, schlangenähnlichen Leib, der sich mit unglaublicher Lautlosigkeit gleitend und windend durch das Unterholz schob. Mulder sog scharf die Luft ein. Das Wesen drehte sich nach ihm um.
Er sah flammende Augen aufblitzen, einen Schimmer unerklärlich langgestreckter Reptilienschuppen, gefiederter Schuppen, die wie einander überlappende Spiegel eine schwindelerregende Vielzahl von Abbildern des Mondes zu ihm zurückwarfen. Dann verschwand das Untier mit einem Rucken seines geschmeidigen Leibes in den mitternächtlichen Schatten. Es war das Letzte, was Mulder von ihm sah, obwohl er noch viele Minuten abwartete und in die Nacht hinausstarrte. Schließlich kroch er in sein Zelt zurück und legte sich wieder hin. Die Szene lief wieder und wieder vor seinem geistigen Auge ab. Er musste herausfinden, was er gesehen hatte, falls er tatsächlich etwas gesehen hatte. Es dauerte lange, bis er wieder einschlafen konnte. Ruinen von Chita Klan, Montag, Morgendämmerung. Wie Fernando Aguilar vorausgesagt hatte, kehrten die einheimischen Helfer bei Tagesanbruch zurück. Scully, Mulder und Rubicon wanderten durch Chita Klan, gingen der Länge nach an der überwucherten Ballspielarena entlang, stocherten in Alkoven und Nischen herum, suchten nach Spuren, Leichen, vergessenen Werkzeugen, einem Zettel mit der Nachricht, bin in 5 Minuten wieder da. Ein erregter Aufschrei drang aus dem Dschungel zu ihnen. In einiger Entfernung rief einer der Indios immer wieder dasselbe Wort. Gehen wir, sagte Mulder und setzte sich in Trab. Sie haben etwas gefunden. Wladimir Rubicon hielt schnaufend mit ihnen Schritt, als sie über umgestürzte Bäume stiegen, über Felsen kletterten und durch Bäche warteten. Binnen kurzem stießen sie auf einen kleinen Tempel, der kaum die Größe eines Gartenhäuschens hatte. Nahe dem Eingang stand einer der Maya-Helfer und machte ein betretenes Gesicht, während Fernando Aguilar ihn mit wutverzerrter Stimme anfuhr. Doch als Aguilar die herankommenden Amerikaner bemerkte, verwandelte sich sein Toben in ein freundliches Säuseln. Er zog seinen gefleckten Hut. »Sehen Sie, was wir gefunden haben, Amigos. Ausrüstung, die Senorita Rubicons Team hier gelagert hat.« Im Schatten des Tempels lag ein Stapel Kisten unter einer Persenning verborgen. Wie ein Matador, der einen Stier reizen will, packte Aguilar eine Ecke der Plane, riss sie zur Seite und legte das Vorratslager frei. »Was für ein glücklicher Fund für uns!« »Aber warum sollte sie das alles hier gelassen haben?«, fragte Scully leise. »Schauen Sie, Lebensmittelvorräte und das Funkgerät. Und in dieser großen Kiste ist noch etwas anderes.« Aguilar beugte sich herab, um die Kiste zu untersuchen. Er winkte einem der Indios, ihm beim Öffnen zu helfen. »Mulder«, sagte Scully mit halber Stimme. »Wissen Sie, was das bedeutet? Cassandra kann unmöglich fortgegangen sein, um Vorräte zu beschaffen. Hier sind genug Lebensmittel für mehrere Wochen und das Team hätte jederzeit das Funkgerät benutzen können, um Hilfe herbeizurufen.« Wladimir Rubicon trat näher, um die große Holzkiste zu inspizieren, schob den Indio brüsk zur Seite und riss den Deckel mit seinen stark knochigen Fingern auf. Überrascht musterte Scully den Inhalt der Kiste. »Das ist ein Taucheranzug mit Luftzufuhrgerät. Hatte Cassandra vor, dich der Note zu untersuchen?« »Das wäre aus archäologischer Sicht durchaus naheliegend.« Rubicon nickte eifrig. »In diesen tiefen Zisternen erhalten sich die Artefakte viele Jahrhunderte lang. Ja, sie wollte bestimmt da hinunter, meine Cassandra.« Mulder betrachtete die Ausrüstung in der Kiste noch einmal genauer. »Sieht nicht so aus, als ob sie Gelegenheit gehabt hätte, den Anzug zu benutzen. Der Garantieaufkleber des Herstellers ist noch drauf.« »Sie wurde davon abgehalten, ihre Nachforschungen zu beenden«, schloss Rubicon. Mulder bemerkte, wie Fernando Aguilar dem Indio einen letzten wütenden Blick zuwarf. Der Mann wandte sich mit hängenden Schultern ab. »Ja«, Mulder sah Rubicon direkt in die Augen. »Aber wer oder was hat sie davon abgehalten?« Gemeinsam erstiegen sie die Stufen der zentralen Pyramide des Kukulkan und kämpften sich keuchend die steilen Kalksteintreppen empor. Mulder sah kunstvolle Schnitzereien, die in den Kalkstein gemeißelt waren. Die Erbauer von Chita Klan hatten das Motiv der gefiederten Schlange immer aufs Neue wiederholt. Andere Zeichnungen zeigten einen hochgewachsenen Menschen ohne Gesicht, der eine seltsame Rüstung oder einen Anzug trug und einen Flammenschweif hinter sich herzog. Sie zeigten eine rundliche Kopfbedeckung. Die verblüffende Ähnlichkeit hatte mit einem... Mulder atmete tief durch. »Erinnert sie diese Figur nicht an etwas, Scully?« Sie verschränkte die Arme vor der Brust und schüttelte den Kopf. »Sie werden doch nicht antike Astronauten mit diesem vermissten Fall in Verbindung bringen, Mulder.« »Ich sehe nur die Hinweise, die ich vor Augen habe«, erwiderte er leise.
Vielleicht ist Cassandra auf Informationen gestoßen, die jemand anderes verborgen halten wollte. Ruinen von Rita Klan, Montag, 15.10 Uhr. Haben Sie dort oben was gefunden, Amigos? Fragte Fernando Victorio Aguilar lächelnd. Hinter Rubicons blauen Augen brannten tiefe Entrüstung und kaum beherrschte Wut. Wir werden unsere erste Inspektion des Geländes heute beenden. Aber wenn wir bis morgen früh keine Spur entdeckt haben, sollten wir Cassandras Funkgerät benutzen und die mexikanischen Behörden kontaktieren, um sofortige Unterstützung anzufordern. Angestellte der Regierung und keine lokalen Gesetzeshüter. Die sind vermutlich in die Schwarzmarktgeschäfte verwickelt. Auf Aguilars Zügen erschien eine Mischung aus Verärgerung und verletztem Stolz. Was Sie gesehen haben, könnte das Werk von Schatzsuchern längst vergangener Zeiten sein. Rubicon funkelte ihn an. Mr. Aguilar, jeder, der Augen im Kopf hat, kann sehen, dass diese Spuren hier frisch sind. Ich merke, dass Sie mir nicht trauen, Senor Rubicon, seufzte Aguilar. Aber wir müssen schließlich zusammenarbeiten, eh? Wir müssen das Beste aus der Situation machen und dürfen nicht zu Feinden werden. Scully machte sich auf den Rückweg zum Lager, als die Diskussion zwischen Rubicon und dem langhaarigen Mexikaner hitziger wurde. Dschungel von Yucatan an der Grenze zu Belize. Dienstag, Militärzeit 0215. Der Dschungel war der Feind. Ein Hindernis, ein Gegner, der besiegt werden musste. Und Major Willis Jakes hatte keine Zweifel, dass es seiner handverlesenen Schwadron gelingen würde, ihn zu bezwingen. Das war ihre Mission und das war, was sie tun würden. Die 10 Mitglieder seiner geheimen Infiltrationstruppe trugen Dschungel-Tarnuniformen und Nachtsichtbrillen. Nachdem sie unbemerkt an einem unbewohnten Küstenstreifen an der nördlichen Grenze von Belize abgesetzt worden waren, hatten sie sich in 2 Geländewagen durch den Urwald in Bewegung gesetzt. Auf dem Vordersitz des 2. Geländewagens schaltete der Kommunikationsoffizier einen Bildschirm ein, auf dem ein Lokalisationsgitter erschien. Er fuhr die Antennen an den Seiten des Fahrzeugs aus. Das Signal pulsierte laut und klar wie der Klang eines tief vibrierenden Presslufthammers. Major Jakes hatte keine Vorstellung, für wen es bestimmt sein könnte oder wer es ausgesandt haben mochte. Bisher hatte niemand geantwortet. »Wir sind auf Kurs, Major«, meldete der Funker. »Das Signal ist nach wie vor kräftig und seine Position hat sich nicht geändert.« »Okay«, nickte Major Jakes. Während sich das Sonderkommando immer tiefer in den Dschungel von Yucatan grub, überlegte Jakes amüsiert, was für ein übergeschnapptes Genie den riesigen mittelamerikanischen Urwald ausgewählt haben mochte, um seinen Stützpunkt zu verstecken. Und warum sollte jemand eine streng geheime Basis ausgerechnet in einer alten Maya-Ruine errichten? Egal. Sein Team würde Rita Klan zerstören, die Menschen töten und dann nach Hause zurückkehren. Weiter dachte Major Jakes nicht. Ruinen von Rita Klan, Dienstag, 7.04 Uhr. Nach einer weiteren schwülen Nacht voller gefräßiger Insekten und unheimlicher Geräusche erwachte Scully nur mühsam, blieb leicht benommen auf ihrer Isomatte liegen und versuchte zu entscheiden, ob sie sich noch ein paar Minuten ausruhen oder aufstehen und sich dem Tag stellen sollte. Dann kroch sie zur Zeltöffnung und schob ihren Kopf hinaus ins dunstige Morgenlicht. Das Lager lag still und reglos, als hielte es den Atem an. Sie erstarrte, als sie zum Zelt des alten Archäologen hinübersah. Es war zusammengefallen, als wäre es von einem riesigen Tier flach getrampelt worden. Scully konnte keine Anzeichen von Wladimir Rubicon entdecken, ebenso wenig von Fernando Victorio Aguilar oder irgendeinem ihrer indianischen Helfer. »Hallo, Dr. Rubicon?« Mit zunehmendem Unbehagen wartete Scully auf eine Antwort und rief dann noch einmal. Mulder kam aus seinem Zelt gekrochen und streckte sich. »Dr. Rubicon scheint verschwunden zu sein«, teilte Scully ihm mit. »Schauen Sie, was mit seinem Zelt passiert ist. Haben Sie heute Nacht was gehört?« Auch Mulder war beunruhigt und suchte nach einer harmlosen Erklärung. »Vielleicht ist er früh wach geworden und setzt seine Erkundungen von gestern fort.« Scully formte ihre Hände zu einem Trichter und hob noch einmal die Stimme. »Dr. Rubicon!« Scully und Mulder hörten ein Knacken in den Zweigen am Rande der Lichtung. Sie fuhren herum und fixierten die sacht schwankenden Farne. An der Spitze seiner indianischen Helfer erschien Fernando Aguilar. Alle grinsten und schienen äußerst zufrieden zu sein. An einem langen Ast trugen sie einen toten Jaguar in ihrer Mitte und Mulder wurde unwillkürlich an die Tarzan-Comics seiner Kinderzeit erinnert. »Amigos, sehen Sie sich das an!«
Aguilar platzte fast vor Stolz. Diese Bestie schlich gestern ums Lager herum, aber unsere Freunde haben ihr mit ihren Fallen den Garaus gemacht. Jaguarfelle sind sehr wertvoll. Süffisant grinsend hob er die Augenbrauen. Nur gut, dass er nicht so hungrig war, um uns anzugreifen, ne? Vielleicht war er es doch, meinte Mulder. Wir können Dr. Rubicon nicht finden. Er deutete auf das zusammengebrochene Zelt. Wir werden allerhand damit zu tun haben, diese Katze auszunehmen und zu häuten, sagte Aguilar und starrte fasziniert auf seine Beute. Ohne seinen Blick abzuwenden, wedelte er mit der rechten Hand vage in Richtung Dschungel. Gehen Sie nur und suchen Sie nach Dr. Rubicon. Gehen wir, Mulder. Scully wandte sich angewidert ab. Mulder nickte ernst. Am besten trennen wir uns. Kämmen wir das Gelände weiträumig durch, bis wir ihn finden. Ich werde in die große Pyramide gehen. Ich weiß, dass Dr. Rubicon dort herumstöbern wollte. In Ordnung. Ich steige zur Spitze empor und schaue mich dort noch einmal um. Vielleicht kann ich ihn von da oben entdecken. Scully erklomm die steile, mit Hieroglyphen bedeckte Treppe an der Seite der Pyramide. Ihre Arme und Beine schmerzten von den körperlichen Anstrengungen der letzten Tage, doch sie nahm eine schmale Stufe nach der anderen, beugte sich vor und stützte sich mit den Händen ab, wenn der Untergrund zu brüchig und rutschig wurde. Scully beschattete ihre Augen und blickte sich um. »Dr. Rubicon!« Schwingend drang ihre Stimme in die Ferne. Wie der Singsang eines alten Priesters, wenn sie die Götter beschworen. »Dr. Rubicon!« rief sie wieder und ließ ihren Blick weiter über den Dschungel wandern. Scully wollte schon aufgeben und trat eher beiläufig an den Rand der Plattform, um auch noch einen Blick auf die von der Plaza abgewandte Seite zu werfen. Mit vorgerecktem Hals spähte sie in die Tiefe und dann stockte ihr der Atem. Mulder steckte seinen Kopf in die klamme Öffnung der Pyramide und kniff die Augen zusammen. Er bemerkte Spuren von Stemmeisen, wo Cassandra Rubicon und ihre Helfer den Eingang aufgebrochen hatten. Er schaltete seine Taschenlampe ein und der gleißende Strahl durchbohrte die Finsternis wie ein Speer. Mulders Schritte hallten auf dem steinernen Fußboden. »Hallo, Dr. Rubicon, sind Sie hier drin?« rief Mulder und schwenkte seine Taschenlampe in verschiedene Richtungen. Seine Worte hallten mit einem unerwarteten Schwingen, einer glockenähnlichen Schärfe zu ihm zurück. Tastend drang Mulder tiefer in die Pyramide ein und blickte sich über die Schulter immer wieder nach dem verblassenen Tageslicht der Öffnung um. Er sah hinab auf den staubigen Boden, über den offenbar noch niemand gegangen war. Doch dann bemerkte er ein paar Abdrücke, die von kleineren Schuhen stammten. Es war die Schuhgröße einer Frau. Mulders Herz schlug vor Erregung schneller. Cassandra war hier gewesen. Vorsichtig setzte er einen Fuß vor den anderen, mit angehaltenem Atem und in mehrfacher Hinsicht fasziniert. Sein Orientierungssinn sagte ihm, dass er sich dem Herzen der Pyramide näherte. Er kam tiefer hinunter, vielleicht war er schon unter dem Bodenniveau. Nach wenigen Metern war der Korridor von herabgefallenem Geröll blockiert, einer teilweise eingestürzten Decke, die den Durchgang, der direkt ins Zentrum der Pyramide führte, versperrte. Dann sah er eine Öffnung, die durch das Geröll gegraben worden war. Ein schmales Fenster, durch das sich nur eine sehr schlanke Person zwängen konnte. Er kroch zum Rand des Lochs und kam sich dabei wie ein Eindringling vor. Der Tempel um ihn her verschlang alle Geräusche und alle Wärme. Was er in der verborgenen Kammer sah, setzte ihn in Erstaunen. Sein Lichtstrahl wanderte über glatte Wände und fiel auf Metall und geschwungene Gegenstände aus Glas oder Kristall. Mulder sauste das Blut in den Ohren. Uralte Entdeckerinstinkte regten sich in seiner Brust. »Ich werde zu dieser Stelle zurückkehren, sobald wir Dr. Rubicon gefunden haben«, dachte Mulder. »Vielleicht hatte der alte Archäologe eine Erklärung parat.« Dann hörte Mulder eine Stimme aus der Ferne und erstarrte. Die Worte tanzten durch die gewundenen Gänge des Tempels. Ihm blieb keine Zeit, über die Akustik zu staunen, als er Scullys schwache Stimme erkannte, die seinen Namen rief. In ihrer Stimme lag eine Dringlichkeit, die ihn sofort in Bewegung setzte. Er rutschte den Geröllhang hinunter und sprintete durch die Korridore, in der Hoffnung, dass er die Abzweigungen richtig in Erinnerung hatte. Immer wieder rief sie seinen Namen. Er hörte die Anspannung in ihrer Stimme und rannte schneller. »Mulder! Ich habe ihn gefunden! Mulder!« Ihre Worte hallten zwischen den steinernen Mauern und endlich sah er das Sonnenlicht vor sich. Und Scully, die in der Öffnung stand, eine menschliche Silhouette umgeben von gleißendem Licht. Keuchend und mit rasendem Puls stürmte er hinaus ins Tageslicht. Sie sah verzweifelt aus. Dort drüben. Er war zu sehr außer Atem, um ihr Fragen zu stellen und folgte ihr stattdessen einfach.
Sie liefen um die Basis der Pyramide herum, den schmalen Dschungelpfad entlang und erreichten die teilweise eingestürzte Plattform, wo einst die Opfer für den Brunnen dargebracht worden waren. Mulder blieb abrupt stehen und starrte auf das trübe, unermesslich tiefe Wasser. Scully stoppte neben ihm und schluckte schwer. Sie bekam keinen Ton heraus. Wie eine Puppe, die jemand verdreht, zerbrochen und weggeworfen hatte, schwamm ein Menschenkörper in der Opferzenote. Es war Wladimir Rubikon. Ruinen von Cheta Clan, Dienstag, 11.14 Uhr. Sie verankerten die Seile an den kräftigen Bäumen nahe dem Rand der Zenote und ließen sie ins Wasser hinabfallen. Mulder ergriff das Seil, ließ sich über den Rand hinab und stemmte seine Füße gegen die rauen Wände des Kalksteinschachtes. Die Wand war voller Felszacken, Zerklüftungen und Spalten, und Mulder schwankte von den Vorsprüngen weg, baumelte hin und her, während die Indios ihn hinabließen. Oben auf dem Rand stand Fernando Aguilar dicht neben Scully, bellte Anweisungen und beschimpfte die Indios, wenn sie sich nicht bewegten, wie er angeordnet hatte. Auf die Neuigkeit vom Tod des Archäologen hatte der langhaarige Führer mit Entsetzen reagiert. »Der alte Mann muss mitten in der Nacht umhergewandert sein«, hatte Aguilar wild gestikulierend erklärt. »Die Kante hier ist sehr schroff, er muss hineingefallen sein, eh? Und es ist ein sehr tiefer Sturz. Madre mia, ich bedauere seinen Unfall.« Mulder und Scully hatten sich vielsagende Blicke zugeworfen, doch beide hielten es für besser, der Theorie des Expeditionsleiters nicht zu widersprechen. Zumindest noch nicht. Mulder erreichte die Oberfläche des reglosen Wassers. Er roch die klamme Luft, die sauren Algen und einen Rest der eingeschlossenen Dämpfe des kurzen vulkanischen Ausbruchs am ersten Abend, als sie in Cheta Clan eingetroffen waren. Seine Füße berührten bereits das Wasser. Unmittelbar unter ihm schwamm Wladimir Rubikon. Mulder biss die Zähne zusammen und hielt den Atem an, als die Indios ihn das letzte Stück hinabließen. Er tauchte ins Wasser ein und seine Kleidung wurde völlig durchnässt. Rubikons Leiche tanzte im Wasser, geschüttelt von irgendeiner unsichtbaren Störung. Mulder schluckte schwer. Er entknotete das zweite Tau und zog daran, um mehr Spiel zu bekommen. An seinem vollgesogenen Hemd zog er Rubikons schlaffen Körper zu sich heran und schlang das Seilende um seine knochige Brust. Mulder war, als umarme er den Archäologen. »Leben Sie wohl, Wladimir Rubikon«, flüsterte er, als er den Knoten zuzog. »Jetzt hat Ihre Suche ein Ende.« Er ruckte am Seil und rief dann hinauf, »Okay, zieht ihn rauf!« Seine Stimme hallte von den Wänden des Schachtes wider. Das Seil surrte, als sich die Indios ins Zeug legten und anzogen. Selbst Aguilar fasste mit an. Knirschend spannte sich das Tau und zerrte Rubikons Leiche aus dem Wasser. Mit wachsender Ungeduld sah Mulder, wie sie die Leiche über die Kante des Kalksteinbrunnens schwangen und aufs Trockene hieften. Er schwamm zu der steilen Kalksteinwand und begann ohne Hilfe an den korkenzieherförmigen Felsabsätzen emporzuklettern. Er hatte es schon zur Hälfte geschafft, bevor Aguilar und die Indios dazu kamen, das herabhängende Seil aufzunehmen und ihm den Rest des Weges hinaufzuhelfen. Tropfnass und trotz der tropischen Hitze fröstelnd schaute Mulder schließlich vom Rand der Zenote noch einmal hinab und starrte lange ins finstere Wasser. Der Opferbrunnen schien unberührt, teilnahmslos, unendlich tief und immer noch hungrig. Auf der Plaza bei den Resten ihres Lagers wurde Mulder laut, als er versuchte, Fernando Aguilar zur Raison zu bringen und dabei seine ohnehin arg strapazierte Geduld verlor. »Keine Ausreden mehr, Aguilar. Ich will dieses Funkgerät jetzt aufgebaut und in Betrieb haben. Wir wissen, wo es ist, also sparen Sie sich Ihre Ausflüchte. Dr. Rubikon hatte vor, heute Morgen eine Nachricht zu senden und jetzt ist sie noch dringlicher geworden.« Schließlich lenkte Aguilar ein und lächelte ihn an, während er zurücktrat. »Natürlich, Senor Mulder, das ist eine sehr gute Idee. Angesichts dieser Tragödie können wir die Situation nicht mehr allein regeln, ne? Es ist besser, unsere Suche nach Senorita Rubikon und ihrem Team aufzugeben. Ich werde das Funkgerät holen.« Sichtlich erleichtert, einen Abstand zwischen sich und Mulder bringen zu können, eilte Aguilar zum alten Ausrüstungslager des Archäologenteams, das seit seiner Entdeckung am Vortag unangetastet geblieben war. Scully hatte den Leichnam von Dr. Rubikon auf die Steinplatten gelegt und begann, ihn zu untersuchen. Sie presste ihre Hände auf Rubikons Brust, klopfte den Thorax ab und legte aufmerksam lauschend den Kopf schief, als sie die Luft aus seinen toten Lungen drückte. Mit verblüfft aufgerissenen Augen blickte sie zu Mulder auf. »Also ertrunken ist er nicht, so viel steht fest.« Mulder sah sie eindringlich an. Ihre Finger glitten über Rubikons Genick. Mehrere seiner Halswirbel sind gebrochen. Sie rollte ihn herum
und legte einen grauen Fleck in seinem Nacken frei, der im kalten Wasser dunkelrot angelaufen war. Außerdem bin ich davon überzeugt, dass diese Verletzung nicht durch einen einfachen Sturz verursacht wurde. Dr. Rubicon ist nicht einfach über den Rand getreten und ins Wasser gefallen. Ich glaube, Aguilar möchte, dass wir an einen Unfall glauben. Irgendetwas hat sein Genick zertrümmert, Mulder. Dr. Rubicon war tot, bevor er in die Zenote geworfen wurde. Aguilar wollte verhindern, dass er heute Morgen seinen Funkspruch absetzte, überlegte Mulder. Vielleicht war ihr Streit gestern ernster, als ich dachte. Aguilar muss etwas zu verbergen haben. Vergessen Sie nicht, dass er Cassandra Rubicons Team hierher geführt hat. Und jetzt werden sie alle vermisst. Ich fürchte, wir müssen davon ausgehen, dass sie tot sind. Meinen Sie, dass er vorhat, auch uns zu töten? Er hat hier alle Vorteile auf seiner Seite. Wir haben immer noch unsere Waffen, falls es soweit kommen sollte. Scullys Schultern sackten herab, doch schon im nächsten Augenblick hatte sie sich wieder unter Kontrolle. Hören Sie, Aguilar weiß, dass wir Bundesagenten sind. Er weiß, wie die Vereinigten Staaten durchgreifen, wenn einem ihrer Agenten etwas zustößt. Rubicons Tod kann er noch als Unfall tarnen, falls wir nicht das Gegenteil beweisen können. Aber wenn wir alle tot wären, könnte er sich nicht mehr herausreden. Mulder blickte sich verstohlen auf der Plaza um und sah Aguilar und seine allgegenwärtigen indianischen Gefährten aus dem Dschungel zurückkehren. Sie trugen eine Kiste mit Ausrüstung bei sich. Der Ausdruck auf Aguilars Gesicht verhieß nichts Gutes. »Senor Mulder«, sagte er mit scheinbar aufrichtigem Bedauern, »ich habe schlechte Neuigkeiten. Das Funkgerät ist kaputt.« »Wie kann es kaputt sein? Wir haben es doch gestern erst aus der Kiste gepackt.« Aguilar zuckte die Achseln und nahm seinen gefleckten Hut ab. »Das Wetter, der Regen, die Bedingungen hier...« Er hielt ihm das Funkgerät entgegen und Mulder bemerkte, dass die Rückplatte lose war, aus ihrer Vertiefung herausgebogen. Die inneren Bauteile waren schlammig und verrostet. »Es ist Wasser eingedrungen oder Insekten haben sich hineingefressen«, sagte Aguilar. »Wer kann das schon sagen, eh? Wir können leider keine Hilfe von außen anfordern.« »Das ist tragisch«, schnappte Mulder und setzte dann murmelnd hinzu, »und kommt gleichzeitig sehr gelegen.« Mit erzwungener Heiterkeit meldete sich Scully zu Wort. »Tja, dann werden wir wohl das Beste aus der Situation machen müssen, nicht wahr, Mulder?« Er wusste, dass auch sie sich in dieser Wildnis wie in einer Falle fühlte, ohne Kontakt zur Außenwelt und mit Menschen als Begleitung, die nicht davor zurückschreckten, ihre Widersacher von hinten niederzuknüppeln. Ruinen von Chita Klan, Dienstag, 14.45 Uhr. Scully spürte das Gewicht des Taucheranzugs aus gummiertem Segeltuch auf ihren Schultern. Sie zupfte an den Falten des dicken Gewebes und rückte den Anzug zurecht, als sie am Rand der Zenote stand. Der Anzug war für Cassandra Rubicon angeschafft worden, damit sie ihn bei ihrer Suche nach antiken Artefakten und Antworten auf die Rätsel der Maya-Kultur tragen konnte. Nun war Scully die Einzige, die in den Anzug passte. Und sie suchte die Lösung eines finsteren Rätsels, das längst nicht so weit in der Vergangenheit lag. Nachdem sie die Leiche Wladimir Rubicons gefunden hatten, war ihre Furcht gewachsen. Sie zweifelten kaum daran, dass die 5 Mitglieder des Forschungsteams von der UC San Diego unter der Oberfläche des Opferbrunnens schwammen, voll Wasser gesogen und allmählich verwesend. Falls Scully, die Tochter des Archäologen, in diesem nassen Grab tatsächlich finden sollte, dann würde es ihr einziger Trost sein, dass Dr. Rubicon selbst das grausige Ergebnis ihrer Ermittlungen nicht mehr erleben musste. Als Scully den schweren Helm über ihr rotgoldenes Haar stülpte, wurde Mulders Gesicht ernst. »Glauben Sie, dass Sie das schaffen, Scully?« »Das gehört zu unserem Job, Mulder«, erwiderte sie lebhafter, als ihr zumute war. »Das hier ist unser Fall und jemand muss hinunter und nachsehen.« Sie senkte ihre Stimme. »Halten Sie Ihre Waffe bereit. Sie werden allein hier oben sein und ich allein dort unten. Strategisch keine sehr vorteilhafte Situation.« Aguilar und die Indios standen um die Ausrüstung herum und beobachteten sie mit einer Mischung aus Neugier und Sorge. Scully versiegelte das Visier und winkte dann Mulder, den Luftgenerator einzuschalten. Scully packte dieselben Seile, an denen Mulder die zerklüfteten Kalksteinwände hinabgeklettert war, und machte einen mühseligen Schritt nach dem anderen. Ihr Magen rumorte, ihre Muskeln wurden weich wie Gummi. Doch Scully hielt sich nicht mit ihren irrationalen Ängsten auf, sondern ließ die Wand los. Sie fiel ins Wasser und sank wegen der Gewichte an ihrem Gürtel wie ein Sack Blei in die Tiefe. Das trübe Wasser saugte sie in sich auf wie Sirup, wie eine Art Urschleim, der sie von Kopf bis Fuß einhüllte. Noch einmal holte sie tief Luft und schmeckte den Gestank der alten Schläuche und Chemikalienrückstände wie den Hauch von einem lange verendeten Kadaver.
Scully bemerkte ein schwaches, flackerndes Leuchten unter sich, viel weiter weg, als sie herabsinken wollte. Das unscharfe Leuchten pulsierte und pochte, als würde es eine Art Signal aussenden, ein blitzendes SOS-Feuer in ganz langsamen Intervallen. Das schwache Leuchten unter ihr wirkte kalt und in seiner Fremdartigkeit bedrohlich. Scully griff nach der Unterwasserlampe. Sie schluckte ihr Unbehagen hinunter und schaltete den blendenden Strahl ein, der durch die trübe Brühe schnitt wie ein Schneepflug durch einen Blizzard. Indem sie mit ihren schweren Stiefeln Wasser trat, drehte sie sich langsam und sah direkt in das Gesicht einer Leiche. Ein aufgeblähter Körper hing, keinen Meter von ihr entfernt, im Wasser, die Arme ausgebreitet, die Augen aufgerissen, die Haut zerfetzt und leprös, nachdem kleine Fische daran genagt hatten. Der Mund stand weit offen und winzige Ellritzen schossen zwischen den Kiefern hervor. Scully sog scharf die Luft ein. Ein gewaltiger Blasenstrom presste sich aus den Nähten ihres Anzugs, als sie zurückfuhr. Ihr Herz klopfte wild. Es war ein Mann mit dunklen Haaren, die in verfilzten Strähnen hin und her schwebten. An Schnüren, die um seine Taille geschwungen waren, hingen Steine. Er war getötet und in die Zenote geworfen worden. Vor kurzer Zeit. Jetzt spürte sie, wie der heiße Atem der Angst in ihrem Helm pulsierte, obwohl aus dem Wasser, das sie umgab, eine unfassbare Kälte durch die Haut ihres Anzugs drang. Scully schwenkte ihre Lampe wie einen Leuchtturmstrahl durch die schweigende Tiefe der Zenote. Und das Licht fing noch andere, längliche Silhouetten ein, die wie zertretene Insekten tief unter der Oberfläche schwebten. Sie hatte das vermisste Archäologenteam gefunden. Ruinen von Cheta Clan, Dienstag, 16.16 Uhr. Die Steinplatten der Plaza waren mit Leichen übersät. Da die Indios sich geweigert hatten, bei der Bergung der Toten aus der Zenote zu helfen, hatten Scully und Mulder viel Zeit gebraucht, um die Archäologen einen nach dem anderen aus dem Schacht zu ziehen. Während sie die stinkenden Leichen aus dem Wasser nach oben hieften und auf dem Trockenen auslegten, hatte Aguilar mit versteinerter Miene daneben gestanden. Zuvor hatte Mulder darauf geachtet, seine Waffe gut sichtbar bei sich zu tragen, sodass ihm der Führer schließlich widerstrebend geholfen hatte, Scully an den Seilen emporzuziehen. Keuchend und mit überreizten Nerven hatte sich Scully von dem sperrigen Anzug befreit. Sie fühlte sich verschwitzt und ausgelaugt, doch sie gönnte sich keine Pause, sondern war mit ihren Gedanken bereits beim schwierigsten Teil der Arbeit. Sie hatten 4 Leichen und jede Menge Fragen. Als sie schließlich die schwammigen Körper um die hohe Pyramide herumgeschleppt und auf die offene Plaza in der Nähe des Camps gelegt hatten, blickte sich Aguilar wiederholt um und schluckte, als müsse er einen Brechreiz unterdrücken. Endlich räusperte er sich. »Ich fürchte, ich muss mich übergeben, wenn ich noch länger hier bleibe«, presste er entschuldigend hervor und stolperte davon. »Dieser fürchterliche Gestank!« Die gesamte Mannschaft der Indios war bereits unter so großem Geschrei in den Dschungel geflohen, dass Scully Zweifel hatte, ob sie je zurückkommen würden. »Sehen Sie nach, ob Sie unseren Fanclub wiederfinden können, Aguilar«, rief Mulder dem Expeditionsleiter nach, als dieser sich entfernte. »Wir werden die Helfer brauchen, um hier wieder rauszukommen. Jetzt, wo wir unsere Vermissten gefunden haben, können wir gehen.« »Ja, Senor«, gab Aguilar zurück. »Ich komme zurück, so schnell ich kann und, Er scharrte mit den Füßen. »Ich gratuliere Ihnen, dass Sie Ihre Leute gefunden haben. Obwohl es mir leid tut, dass es so gekommen ist, eh? Genau wie der alte Mann.« Er eilte davon und verschwand mit flatterndem Pferdeschwanz auf einem von Farnen gesäumten Pfad. Im Spätnachmittagslicht trat Mulder unruhig von einem Bein aufs andere, starrte zu den stillen Tempeln und überwucherten Ruinen hinüber und lauschte den gedämpften Lauten des Dschungels. Er hielt die Augen offen, ob sich irgendwo etwas Verdächtiges regte, während Scully ihre ganze Aufmerksamkeit den 4 Wasserleichen widmete, die neben der Wladimir Rubikons lagen. Neben den aufgetriebenen Körpern wirkte der Leichnam des alten Archäologen wie der eines rüstigen Rentners, der friedlich im Schlaf gestorben war. »Da die Zahl der möglichen Kandidaten begrenzt ist«, sagte Scully und bemühte sich um einen sachlichen Tonfall, »wird es einigermaßen leicht sein, die 4 Leichen zu identifizieren.« Sie hatte die Dossiers aus ihrem Rucksack geholt und studierte die Blätter, musterte die Fotos und die Vergleichsdaten für die Identifizierung. Sie begutachtete die Haarfarbe, die Körpergröße, den allgemeinen Knochenbau.
Nach dem langen Aufenthalt im Wasser und der einsetzenden Verwesung waren ihre gut aussehenden Gesichtszüge nicht mehr zu erkennen. »Der Dunkelhaarige hier ist Kelly Rowan«, schloss Scully. »Der zweite Mann ist John Forbin«, fuhr Scully fort. »Diese junge Frau ist offensichtlich Kate Barron, die Fotografin und Künstlerin. Und dann kann dies hier nur noch Christopher Poti sein, der Experte für Maya-Hieroglyphen.« Sie deutete auf den letzten Toten. »Wie haben Sie ihn genannt, einen Epigraphiker?« Mulder nickte. »Aber was ist dann aus Cassandra Rubicon geworden? Sind Sie sicher, dass Ihre Leiche nicht da unten im Wasser war? Es war dunkel und kalt. Ich habe gesucht, Mulder. All die anderen befanden sich auf einem Haufen, mit Gewichten behangen und in derselben Tiefe. Glauben Sie mir, ich habe erheblich mehr Zeit dort unten verbracht, als mir lieb war. Cassandra war nicht dort unten. Dann haben wir also ein neues Rätsel.« Scully fühlte sich erhitzt, verschwitzt und schmutzig. Sie sehnte sich verzweifelt nach einer Dusche oder einem heißen Bad, irgendetwas, um sich wieder sauber zu fühlen und den klebrigen Gestank abschütteln zu können. Doch sie war noch nicht einmal mit ihrer momentanen Aufgabe fertig. »Mal sehen, was wir aus ihrem Zustand über die Todesursache erfahren können.« Sie rollte Kate Barron herum und betrachtete die grau-weißliche Haut auf ihrem Rücken. Zwei kreisrunde, gerunzelte Löcher klafften im unteren Teil des Oberkörpers. »Schusswunden!« Scully hob die Augenbrauen. »Ich wette, sie wurden alle erschossen, bevor sie hineingeworfen wurden.« Gedankenverloren schüttelte sie den Kopf. »Aber wo ist Cassandra?« Mulder ging erregt auf und ab. »Sie ist immer noch vermisst.« »Ja, wir brauchen die Hoffnung noch nicht aufzugeben«, sagte Scully ohne viel Überzeugung. Ruinen von Cheta Clan, Dienstag, 23.17 Uhr. Angesichts der Bedrohung durch den verräterischen Aguilar, den Opferkult der Maya oder wer sonst für die Morde an den Archäologen verantwortlich war, hatten sie beschlossen, während der Nacht abwechselnd Wache zu halten. Doch bislang hatte keiner von ihnen schlafen können. »Scully«, sagte Mulder mit leiser, ernsthafter Stimme, »ich weiß, dass Sie den unorthodoxen Erklärungen, die ich oft für die Indizien finde, immer skeptisch gegenüberstehen. Aber Sie sind jedes Mal zumindest fair zu mir. Sie respektieren meine Meinung, selbst wenn Sie sie nicht teilen.« Er blickte auf seine Hände hinab. »Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das schon einmal gesagt habe, aber ich weiß das wirklich sehr zu schätzen.« Sie sah ihn an und lächelte. »Sie haben es mir gesagt, Mulder. Vielleicht nicht in Worten, aber Sie haben es mir gesagt.« Er schluckte und brachte dann das Thema zur Sprache, dem er bisher aus dem Weg gegangen war. »Ich weiß, Sie werden wahrscheinlich jetzt auch das nicht glauben, aber vorletzte Nacht habe ich Geräusche da draußen im Dschungel gehört. Ich steckte meinen Kopf aus dem Zelt, um nachzusehen, und ich bemerkte, wie sich etwas bewegte. Eine große Kreatur, die mit nichts, was ich jemals gesehen habe, Ähnlichkeit hatte. Naja, das stimmt nicht ganz. Ich habe es schon oft gesehen, aber nicht im wirklichen Leben.« »Mulder, wovon reden Sie?« »Ich glaube, ich habe eine dieser gefiederten Schlangen gesehen. Genau wie auf dieser Statue.« Er deutete auf die gewundene Schlangengestalt, die in die Kalksteinstele auf der Plaza eingraviert war. »Mulder, diese gefiederte Schlange ist ein Geschöpf der Mythologie.« Automatisch fiel Scully in die Rolle der Skeptikerin. »Was Sie gesehen haben, muss daher rühren, dass Sie sich tagelang Maya-Skulpturen angesehen und viel über präkolumbische Legenden gelesen haben.« Draußen im Dschungel wurde das Krachen und Rumpeln lauter. Mulder hob seine Pistole. »Hören Sie sich das an, Scully. Ich hoffe, wir bekommen keine Gelegenheit, einer meiner gefiederten Schlangen von Angesicht zu Angesicht zu begegnen.« Dann explodierten mit blendendem Getöse Sterne am Himmel. Ein weiß glühendes Gleißen ergoss sich in die Nacht. Feuerwerkskörper schossen in die Luft und zerplatzten wie weiße Chrysanthemen. »Das sind Leuchtkugeln«, rief Mulder, »militärisches Gerät.« Im Schein des grellen Lichts brachen zwei Geländefahrzeuge polternd durch das Unterholz und rollten auf die Steinplatten der Plaza von Cheta Clan. Hinter den Wagen tauchten dunkle Gestalten in Tarnanzügen aus dem Dschungel auf. Sie rannten gebückt, die Gewehre im Anschlag, und warfen einander einsilbige Anweisungen zu, während sie in Stellung gingen. »Was ist denn hier los?«, fragte Scully und warf ihrem Partner einen halb erschrockenen, halb belustigten Blick zu. »Das sind Amerikaner«, sagte er langsam. »US-Militär. Irgendeine Kommandooperation.«
Mulder und Scully saßen bewegungslos neben ihrem kleinen Lagerfeuer, die Hände erhoben, die Pistolen in defensiven Positionen abgelegt. Die Kommandoeinheit umzingelte die beiden und richtete ihre Gewehre auf sie. »Ich wusste, ich hätte mein letztes Knöllchen lieber bezahlen sollen«, murmelte Mulder. Während zwei der Soldaten direkt auf ihre Oberkörper zielten, schlich sich ein anderer Mann vorwärts und ergriff die Waffen der Agenten. Ein schlanker, dunkelhäutiger Mann marschierte auf Mulder und Scully zu, offensichtlich der Befehlshaber der Operation. »Habla español?«, fragte er barsch. »Qué pasa?« Scully beugte sich vor. »Wir sprechen Englisch«, sagte sie. »Wir sind Amerikaner, Special Agents des Federal Bureau of Investigation.« Irritiert sahen sich die Soldaten nach ihrem Vorgesetzten um. Der Major stand steif da. »Was machen Sie hier? Auf ausländischem Boden?« »Dieselbe Frage könnten wir Ihnen stellen«, erwiderte Mulder ruhig. »Mein Partner und ich sind hier, um das Verschwinden einer Reihe von US-Bürgern zu untersuchen.« »Major Jakes, hier drüben!« riefen zwei der Soldaten, die inzwischen die Plaza erkundet hatten. Sie hatten die Persenning aufgehoben, mit der die fünf Leichen neben der Stele mit der gefiederten Schlange abgedeckt waren. »Gefallene, Sir!« Der Major drehte sich um und musterte die Leichen. Mulder zuckte mit den Achseln. »Wie Sie sehen, haben wir den größten Teil des vermissten Teams bereits gefunden.« Major Jakes ließ seinen Blick über die Ruinen und die Plaza wandern. Als er niemanden außer den beiden Agenten entdecken konnte, erhob er die Stimme und erteilte seinen Soldaten Befehle. »Setzen Sie die Sicherung des Geländes fort. Das hier ist nicht das, was wir erwartet haben, aber wir haben unsere Order.« »Worin besteht Ihr Auftrag, Major?« fragte Scully. »Wir sollen diesen Militärstützpunkt zerstören«, sagte er beiläufig. »Er ist die Quelle eines seltsamen Funksignals.« »Das soll ein Militärstützpunkt sein?« Mulder war verblüfft. »Dies sind Maya-Ruinen, seit 1000 Jahren verlassen, das sehen Sie doch mit Ihren eigenen Augen. Meine Partnerin und ich haben dieses Gelände seit Tagen durchsucht und wir haben nicht den leisesten Hinweis auf Hochtechnologie oder gelagerte Waffen gefunden. Dieser Ort hat nicht die geringste militärische Bedeutung.« Dann, wie um seine Worte zu widerlegen, hagelte ein Schauer von Kugeln vom Rand der Lichtung auf die Plaza. Als die scharfen, schrill pfeifenden Schüsse über die Steinplatten jaulten, duckte sich Scully instinktiv. Mulder packte sie und warf sie neben ihren niedrigen Zelten zu Boden. Major Jakes und seine Kommandoeinheit reagierten mit der Geschwindigkeit wütender Wespen und stellten sich blitzartig auf die neue Situation ein. »Alle Mann in Deckung!« brüllte Jakes. »Feuer frei!« »Offensichtlich habe ich mich geirrt«, wisperte Mulder in Scullys Ohr. »Sind Sie verletzt?« »Nein«, versetzte sie. »Danke, Mulder.« Obwohl Scully nicht ausmachen konnte, woher die Schüsse kamen, reagierten die amerikanischen Soldaten mit einer beeindruckenden Feuerkraft und machten das Fehlen eines präzisen Ziels durch die schiere Anzahl von Kugeln wett. Dann bellte eine tiefe Stimme aus dem Wald, ohne einen Lautsprecher zu benutzen, aber doch mit genügend Kraft, um das Chaos zu durchdringen. Der scharfe mexikanische Akzent durchschnitt die Nacht. »Amerikanische Eindringlinge«, rief der Mann. »Sie befinden sich illegal in dem souveränen Staat Quintana Roo. Ihre Verletzung unserer Gesetze und unserer Grenzen verstößt gegen alle internationalen Verträge. Wir können nicht zulassen, dass militärische Eindringlinge aus den Vereinigten Staaten sich mit unseren nationalen Schätzen aus dem Staub machen.« »Aber wir sind doch nicht hier, um alte Steine zu stehlen«, murmelte Major Jakes kopfschüttelnd. »Wir wollen doch nur die Pyramide in die Luft jagen.« Mulder stützte sich auf einen Ellbogen. »Na, wenn das alles nur ein großes Missverständnis ist, vielleicht sollten wir ihm dann die Hand schütteln und über die Sache reden.« Doch Major Jakes hatte ihm offensichtlich nicht zugehört. »Jetzt wird mir alles klar. Das sind Separatisten, Angehörige der militanten Revolutionären Front von Yucatan, Liberación Quintana Roo. Sie haben nicht viele Waffen und genauso wenige moralische Bedenken.« Mulder sah ihn kalt an. Ganz anders als sie und ihre Männer. Major Jakes erwiderte seinen Blick, das Gesicht ausdruckslos und völlig frei von Zorn. »Richtig, Agent Mulder.« Scully wusste, dass die amerikanische Spezialeinheit vielleicht in der Lage war, die Rebellen der Liberación Quintana Roo in einem offenen Kampf durch überlegene Feuerkraft zu überwältigen. Doch sie konnten weder entkommen noch den Rückzug antreten, wenn so viele Feinde im Hinterhalt lagen. Sie saßen in Chitaclan fest. »Sie beide bleiben dicht bei mir«, ordnete Major Jakes an. »Mir ist klar, dass Sie nicht am Kampf beteiligt sind, auch wenn das Ihre Probleme kaum lösen wird.« »Könnten wir dann unsere Waffen wiederhaben, Sir?«, fragte Mulder. »Da es nun einmal zum Kampf gekommen ist.« »Nein, Agent Mulder, ich glaube nicht, dass das gut für Sie wäre.«
Major Jakes richtete seine Nachtsichtbrille auf den Dschungel. Während sie auf den Steinplatten lag und immer wieder zusammenzuckte, wenn eine Kugel dicht neben ihnen einschlug, spürte Scully, wie der Boden zu schwingen begann und langsam in heftige Vibration geriet, als rolle noch mehr schweres Gerät auf sie zu. Doch dann erkannte sie, dass das Zittern aus der Tiefe der Erde kam. Wie schon an ihrem ersten Abend bebte die antike Stadt, als sich der vulkanische Druck unter der Kalksteinkruste aufstaute. »Scully, passen Sie auf«, warnte Mulder. Er packte sie am Arm, während Major Jakes und seine Männer noch nicht begriffen hatten, was geschah. Der Boden bäumte sich auf. Eine der Stelen mit den gefiederten Schlangen ächzte und kippte wie in Zeitlupe auf die Steinplatten. Dampf sprühte aus den Spalten zwischen den Platten der Plaza. »Kommen Sie, Scully, verschwinden wir hier«, rief Mulder. Scully erhob sich, um ihm zu folgen, doch Major Jakes stellte sich ihr mit erhobener Waffe in den Weg. »Nicht so schnell, Sie bleiben hier!« Wütende Schreie ertönten aus dem Wald und Scully hörte, wie Bäume umstürzten, die durch die Erdstöße entwurzelt wurden. Sie versuchte, Major Jakes mit Blicken zu bezwingen, doch am harten Ausdruck seiner Augen erkannte sie, dass er sie nicht gehen lassen würde. Mittlerweile hatte Mulder im gebückten Zickzack die halbe Plaza überquert und versuchte, sich bei einer der niedrigeren Tempelruinen in Sicherheit zu bringen. Mit vor Sorge verzerrtem Gesicht drehte er sich nach Scully um und blieb dann stehen, als wollte er umkehren und sich Jakes ergeben, um an ihrer Seite zu bleiben. »Gehen Sie, Mulder!« Scullys Stimme überschlug sich. »Verschwinden Sie hier!« Nach einem letzten zögernden Blick befolgte er ihren Ruf und beschleunigte seine Schritte auf die untere Plattform der Pyramide zu. Erneut bäumte sich der Boden unter einem gigantischen Erdstoß auf und Scully hörte ein Geräusch wie von zerreißenden Muskeln. Hinter der Pyramide des Kukulkan explodierte eine gewaltige Dampfsäule, die kochendes Wasser in den Himmel spie. Scully begriff, dass die Explosion von der Zenote kommen musste. Das Beben hatte den Boden des unermesslich tiefen Schachtes gespalten und das Wasser in einen vulkanischen Kessel absacken lassen, von wo es zischend an die Erdoberfläche geschleudert wurde. Scully konnte die Silhouette ihres Partners kaum noch ausmachen. Doch dann erkannte sie mit einem Entsetzen, dass ihr das Herz in der Brust zusammenzog, dass Mulder genau darauf zuhielt. Mulder stürzte mit gesenktem Kopf vorwärts, scheinbar direkt in die brodelnde Fontäne hinein. Ruinen von Chita Klan, Mittwoch, 1.31 Uhr. Als Mulder endlich eine notdürftige Deckung erreichte, hatte der Boden unter seinen Füßen aufgehört zu schwanken und zu stoßen. Er hastete vorwärts, koste es, was es wolle. Er musste das Geheimnis der großen Pyramide von Chita Klan entschlüsseln. Was hatte Cassandra Rubicon hier gefunden? Mulder spähte hinab in die klaffende Zenote. Ein gähnender Höllenschlund wie der legendäre Eingang zum Hades. Tief unten bemerkte er ein schwaches Leuchten. Ein Schimmer, der pochte und pulsierte wie eine Signallampe, deren lautloser Schrei aus dem giftig atmenden Schacht heraufdrang. Scully hatte ihm von einem ähnlichen, beunruhigenden Lichtschein berichtet. Er erinnerte sich an die Behauptung des Majors, die Ruinen von Chita Klan seien die Quelle eines mysteriösen verschlüsselten Signals, einer Funksendung, deren Code das amerikanische Militär offenbar nicht entschlüsseln konnte. Doch wenn nun die Sendung überhaupt nicht kodiert war, sondern einfach in einer Sprache abgefasst, die Major Jakes nicht verstand, die kein Mensch je gelernt hatte. Mulder registrierte die Seile, die immer noch an der Wand des Opferbrunnens herabhingen. Er starrte hinab zu den steilen, geschwungenen Kalksteinwänden. Das Leuchten rief nach ihm. Er musste dorthin hinunter, das war keine Frage. Er griff nach den Seilen. Energisch ruckte er daran, um die Knoten zu sichern, und ließ sich dann rückwärts über den Rand hinab. In Mulders Kopf begann sich alles zu drehen von den fauligen Gerüchen, die zischend aus der Tiefe aufstiegen. Wie der stinkende Atem eines Drachen. Er konnte sich nicht vorstellen, wie abgründig der Schacht sein mochte. Glücklicherweise kam das Leuchten, das ihn anzog, offenbar nicht von ganz unten. Dann war das Seil zu Ende. Nachdenklich betrachtete Mulder das ausgefranste Ende. Ihm blieb nichts anderes übrig, als ohne die Hilfe des Seils weiter hinunterzusteigen. Das Leuchten wurde heller, ein einziges kaltes Strahlen. Indem er sich mit den Fingern an den glitschigen Spalten und knorrigen Vorsprünge klammerte, brachte Mulder endlich den Rest der Strecke hinter sich und erreichte keuchend einen breiten Absatz vor einer bogenförmigen Öffnung, die den Blick auf ein glattes Rechteck aus Metall freigab. Die Legierung des Rahmens war verkrustet und korrodiert, aber dennoch bemerkenswert sauber nach all den Jahrhunderten im kalten Wasser der Zenote.
Form und Aussehen des Portals waren unverkennbar, und Mulder streckte seine Hand aus, um es mit zitternden Fingern zu berühren. Die Öffnung war eindeutig eine Art Tür. Die Tür zu einem Raumschiff. Die jahrhundertealte metallische Luke öffnete sich mit einem langgezogenen Zischen. Der Luftdruck glich sich an. Ein Geräusch, so vermutete Mulder, das wahrscheinlich ähnlich klang wie das einer gefiederten Schlange, kurz bevor sie angriff. Er setzte seinen Fuß einen Schritt weit durch den Eingang und fühlte die Festigkeit des Bodens. Der Korridor hatte glatte, gewölbte Wände, beschichtet mit einer polierten metallischen Substanz, die das Licht zugleich absorbierte und reflektierte. Den Ursprung des Lichts konnte Mulder allerdings nicht entdecken. Es war ein blendendes, hartes Leuchten, offensichtlich für Augen geschaffen, die an die Helligkeit einer anderen Sonne gewöhnt waren. Ein andächtiges Staunen erfüllte Mulder und pochte warm durch seine Adern, als er seinen Erkundungsgang fortsetzte. Nie zuvor hatte er seiner Überzeugungen, seines scheinbar absurden Glaubens an fremde Lebensformen so sicher sein können. Nie zuvor. Mulder fragte sich, ob das Raumfahrzeug tatsächlich abgestürzt war und ob es dabei einen Krater mitten in den Dschungel gegraben hatte. Im Lauf der Jahrhunderte hatten die Maya oder spätere Schatzsucher das Wrack bis auf die Knochen ausgeweidet und nur dieses Skelett des ursprünglichen Schiffs zurückgelassen. Doch es war genug. Mulder wusste, dass dieser Beweis nicht zu widerlegen war. Könnte er nur Scully hier herunterbringen, könnte sie es nur mit eigenen Augen sehen. Wie ein Stich durchfuhr ihn die verzweifelte Hoffnung, dass sie noch lebte, dass sie als Gefangene von Major Jakes zumindest vor dem erneuten Ansturm der Guerillas beschützt gewesen war. Mulder erreichte eine spiralförmig ansteigende Rampe und folgte dem hellen, pulsierenden Leuchten steil nach oben. Plötzlich bemerkte er ein Ding, das ihn erstarren ließ, und sein Magen krampfte sich zusammen. Eine der Nischen war mit einer seltsamen, durchscheinenden Substanz gefüllt. Einem ätherischen Gel, in dem ein Schatten zu sehen war, der Umriss einer menschenähnlichen Gestalt. Die reglos in der gegenüberliegenden Wand hing, die Arme ausgestreckt, die Beine ein wenig gespreizt. Von allen Wundern, die Mulder in dem verlassenen Schiff gesehen und bestaunt hatte, überraschte ihn dieses am meisten. Er hatte Cassandra Rubicon gefunden. Ruinen von Rita Klan, Mittwoch, 2.33 Uhr. Major Jakes befahl Scully, sich auf den Boden zu legen, und ihr blieb nichts anderes übrig, als zu gehorchen. Er bellte seinen Soldaten Befehle zu, einen offensiven Gegenschlag zu starten. Aus dem Waffenvorrat im Inneren der gepanzerten Geländefahrzeuge errichteten zwei Soldaten eine kleine Raketenbatterie und dann einen Granatenwerfer. Scully hielt sich die Ohren zu, als die Soldaten die Apokalypse der Neuzeit über den dichten Dschungel hereinbrechen ließen. Erschrocken gaben die verstreuten Freiheitskämpfer der Liberation Quintana Roo nur noch wenige ziellose Schüsse ab. Als die Bäume in lodernden Flammen aufgingen und Explosionen das Unterholz zerfetzten, hörte Scully überall wilde Aufschreie, panische Rufe und Schmerzgeheul und hoffte sekundenlang auf einen schnellen Sieg. »Der Feind scheint sich zurückzuziehen, Sir«, keuchte ein junger Soldat. »Zumindest vorläufig. Der Anführer hat sich auch in Deckung gebracht, glauben wir. Leider müssen wir annehmen, dass er unverletzt ist. Er wurde zuletzt gesehen, als er einen Durchbruch zur Hauptzitadelle der Ruinenstadt versuchte, dort drüben.« Der Soldat deutete auf die Pyramide des Kukulkan. »Vielleicht ist das so eine Art Festung der Rebellen oder ein zusätzliches Waffenlager. Jedenfalls eindeutig unser Hauptziel.« »Das ist eine archäologische Grabungsstätte, kein militärisches Ziel«, warf Scully ein, stemmte sich auf die Knie hoch und schob sich von Jakes weg. »Alle Hinweise deuten auf das Gegenteil hin.« Major Jakes sah sie mit regungslosem Gesicht an. »Wenn Rita Klan lediglich eine Stätte von historischem Interesse ist, warum verteidigt diese Rebellenbande es dann so verbissen?« Er wandte sich an den verwundeten Mann, der auf weitere Befehle wartete. »Machen Sie mit der Durchführung dieser Mission weiter. Ich möchte innerhalb von 10 Minuten 2 Raketenmörser aufgestellt und feuerbereit haben.« »Jawohl, Sir!« Der Soldat rannte trotz der Feuerpause hakenschlagend davon. »Kommen Sie mit«, wies Major Jakes an, »dort drüben zum ersten Wagen.« Ohne auf sie zu warten, duckte er sich und rannte auf die Geländefahrzeuge zu. Jakes schaltete den Bildschirmraster ein. Ein pulsierendes Licht blinkte gleichmäßig auf einer Stelle der Karte wie ein Sonarsignal oder ein leicht wechselnder Herzschlag. »Diese Sendung wird von hier ausgestrahlt, Agent Scully. Wir glauben, dass ein Zusammenhang zwischen dem Signal und diesen militärischen Aktivitäten besteht. Deshalb hat meine Truppe den Befehl erhalten, jegliche Verteidigung zu durchdringen und den Sender zu zerstören.«
Einer der beiden verwundeten Soldaten hastete schwer atmend auf das Geländefahrzeug zu. Scully bemerkte, dass der schmale Striemen an seiner Seite wieder aufgebrochen war und seine Uniform mit frischem Blut tränkte. »Alles vorbereitet, Sir. Ready to rock and roll, sobald Sie den Befehl geben.« »Sehr gut. Der Befehl ist hiermit gegeben.« Jakes richtete sich auf und verschränkte die Arme vor der Brust. Er vermied Scullys Blick. »Legen wir diese Pyramide flach.« Verlassenes Raumschiff in Chita Klan, Mittwoch, 2.41 Uhr. Als sich Mulder von dem Schock erholt hatte, einer Cassandra Rubicon gegenüberzustehen, die wie eine Fliege in einem Spinnennetz gefangen war, trat er zurück. Widerstrebend trennte er sich von der Tochter des Archäologen und ging zu der einzigen anderen besetzten Kammer in der Wand des Kontrollraums, mit weichen Knien und einem flauen Gefühl im Magen. Was würde er dort finden? Die Gestalt lag zusammengesackt da, ein Haufen bauschiger Lumpen und ausgedörrten Fleisches. Die mumifizierten, verhärteten Überreste waren verzerrt, wie ein Stück Mahagoni-Treibholz, aller Feuchtigkeit entleert, kaum mehr als Fetzen eisenharten Gewebes, das die morschen Knochen zusammenhielt. Unwillkürlich fragte er sich, ob diese trostlose Gestalt einer der ursprünglichen Insassen des verlassenen Schiffs sein konnte. Vielleicht sogar Kukulkan selbst. Ein Lächeln huschte über Mulders Gesicht. Scully würde diese Schlussfolgerung niemals akzeptieren, solange sie nicht eine Autopsie durchgeführt hatte. Doch zusammen mit den anderen Beweisen, dem versunkenen Schiff und seiner verbliebenen Einrichtung, den Maya-Schnitzereien von Raumfahrern und gefiederten Schlangen, würde dieser seit langem tote Bewohner selbst den hartgesottensten Skeptiker in die Knie zwingen, selbst Scully. Er wandte sich wieder der Kammer zu, die Cassandra Rubicon enthielt, und die Unterschiede zwischen den beiden Exemplaren fielen ihm noch mehr ins Auge. Mulder riss sich von der mumifizierten Leiche und der eingeschlossenen Gestalt Cassandras los und musterte die Kalksteinwände, die die herabgefallenen Metallplatten in der Hauptkammer ersetzten. Er sah eingemeißelte Bilder, die denen des Tempels auf der Pyramidenspitze ähnelten. Der Gott Kukulkan stand aufrecht und abweisend da, umringt von mehreren monströsen, gefiederten Schlangen. Mulder schauderte. Dies waren sehr gute Darstellungen des Geschöpfs, das er zwei Nächte zuvor im Schatten des Mondlichts gesehen hatte. Schlängelnd, glänzend, fremdartig. In jeder der Darstellungen hatte der göttliche Besucher dem Betrachter den Rücken zugewandt, den Kopf erhoben, das unsichtbare Gesicht gen Himmel gekehrt, als warte er auf Botschaften von seinem Volk. Auf Rettung? Doch dann hat sich Kukulkan in das verlassene Schiff zurückgezogen, dachte Mulder, und hat sich, aus welchem Grund auch immer, in eine dieser Kammern begeben, um für immer dort zu bleiben, um dort zu sterben. Oder es war ein Unfall geschehen. Wieder näherte sich Mulder dem Alkoven der erstarrten jungen Frau. Durch die verschwommene Masse hindurch sah Cassandra keineswegs leblos aus. Mulder hatte genügend Leichen gesehen, um das zu wissen. Angenommen, dieser Ort war tatsächlich ein vergrabenes Raumschiff, fragte er sich, konnte es dann nicht sein, dass dies eine Art Tiefschlafkammer war, eine Stasis-Kabine, in der die Zeit für die außerirdischen Kundschafter aufgehoben war, um die unvorstellbar lange Reise durch den leeren Raum unternehmen zu können? Diese Idee war schon in zahlreichen Science-Fiction-Filmen benutzt worden. Und vielleicht war sie ja gar nicht so abwegig. Er streckte die Hand aus, um das kalte, trübe Gel zu berühren. Er zögerte. Da war sie. Die Angst. Die Todesangst. Die Masse könnte ihn wie außerirdischer Treibsand ebenfalls einsaugen und für immer bannen. Doch er musste es probieren. Als er die kalte, gelartige Wand berührte, platzte sie auf wie eine Seifenblase. Ströme einer glitschigen, sich verflüchtigenden Flüssigkeit ergossen sich über die Bodenplatten. Hustend und nach Atem ringend stürzte Cassandra Rubicon auf ihn zu, bereits in vollem Lauf, als wäre sie mitten in einer panikartigen Flucht erstarrt. Tropfnass krachte sie gegen Mulder und schrie schrill und durchdringend. »Ruhig, ich bin vom FBI, Bundesagent, ich bin hier, um Sie zu retten.« Sie zitterte und sackte in sich zusammen. »Da hat jemand geschossen, und dann war da ein helles Licht.«
Sie sah sich mit verschmierten Augen um und blinzelte immer wieder in dem verzweifelten Versuch, einen freien Blick zu bekommen. Schaudernd wischte sie sich dünnen Schleim vom Gesicht. Sie schien noch nicht wieder klar denken zu können. Mechanisch versuchte Mulder wenigstens, seine Finger zu säubern. »Ich vermute, Sie sind Cassandra Rubicon?« fragte er. Als sie nickte, fuhr er fort. »Sie und Ihr Team werden seit 2 Wochen vermisst.« »Unmöglich«, hüstelte sie und wischte sich angeekelt die Hände an den Hosen ab. »Wir sind erst vor ein paar Tagen hierher gekommen.« Mulder schüttelte den Kopf. »Ihr Vater hat uns am Dienstag vergangener Woche kontaktiert. Meine Partnerin und ich sind mit ihm hergekommen, um hier in Chitaklan nach Ihnen zu suchen.« Er zögerte einen Moment, doch sie musste es erfahren. Es war besser, ihr alles und ohne Beschönigung zu sagen, auch wenn er es noch nicht über sich brachte, von ihrem Vater zu erzählen. »Ich fürchte, wir haben die anderen 4 Mitglieder Ihres Teams tot aufgefunden, erschossen und in der Zenote versenkt.« Cassandra sah sich zwinkernd um und räusperte sich. Ihre Stimme war jetzt wieder kräftig und volltönend, mehr von Zorn als von Furcht erfüllt. »Diese Männer, diese Bewaffneten, verdammte Bastarde, was wollten sie, wer waren sie?« »Ich glaube, sie gehören zu einer militanten revolutionären Gruppe. Sie haben uns heute Abend da draußen Gesellschaft geleistet.« Cassandra senkte den Kopf und blinzelte erneut, hatte aber offenbar immer noch räumliche und zeitliche Orientierungsprobleme. Der damalige Überfall der Guerilla hatte sich aus ihrer Sicht erst vor wenigen Augenblicken abgespielt. »Und wie bin ich dann entkommen?« »Wir fanden die anderen 4, aber sie waren immer noch vermisst. Ich habe sie gerade zufällig hier entdeckt. Sie waren eingehüllt in... und ich habe sie herausgeholt aus dem Zeug, in dem sie gesteckt haben.« Mit fahrigen Bewegungen wischte sich Cassandra immer wieder über die Augen. »Dieses Zeug brennt, ich kann kaum etwas sehen.« Mulder benutzte seinen Ärmel, um ihr das Gesicht zu säubern. Dann bemerkte er, dass das pulsierende Notsignal aufgehört hatte. Offensichtlich seit jenem Augenblick, als er Cassandra aus der Kammer befreit hatte. In der ganzen Hauptkammer begann das schimmernde Licht zu verblassen. Endlich strömten Tränen aus Cassandras geröteten Augen. Mulder wischte ihr noch einmal das Gesicht ab und kam zu dem Schluss, dass es zu viel für sie wäre, mit der Tatsache konfrontiert zu werden, dass sie sich in einem verlassenen Schiff befanden, einem außerirdischen Raumfahrzeug, das unter der Pyramide von Chitaklan begraben lag. Oder dass sie wahrscheinlich in eine Rettungskapsel geraten war, die ihr automatisches System aktivierte und Cassandra in einen Tiefschlaf versetzte. Mulder stand auf und half ihr auf die Beine. Noch einmal sah sich Mulder um, doch das pulsierende Signal hatte nicht wieder angefangen. Mulder entschied, dass es Zeit war zu verschwinden. »Ich kann immer noch nicht sehr gut sehen.« Cassandra blieb dicht an seiner Seite, während sie die Hauptkammer verließen, und fragte dann mit zögernder Stimme, »Mein Vater, ist er mit Ihnen gekommen?« Mulder schluckte und sein Herz wurde schwer. Das Licht in den Gängen um sie her nahm immer mehr ab. »Ja, er ist mit uns gekommen. Wir haben versucht, ihn zu überreden, daheim in den Staaten auf uns zu warten, aber er wollte nichts davon hören. Er wollte unbedingt bei der Suche nach Ihnen und Ihrem Team helfen.« Er holte tief Luft. »Aber Dr. Rubicon... Er wurde auch ein Opfer der Leute, die versucht haben, sie zu töten. Es tut mir leid.« Cassandra stoppte mitten im Schritt und schwankte, lehnte sich gegen die rauen Steine, wo Metallplatten sich gelöst hatten und zu Boden gefallen waren. Ein Stöhnen entrang sich ihr, als hätte ihr Mulder mit der Faust in den Magen geschlagen. Dann kam kein weiterer Laut mehr über ihre Lippen. Hilflos glitt sie an der Wand hinab, wo sie sich wie ein kleines Kind zusammenkauerte. Sie zog die Knie an die Brust und starrte auf ihre schmutzigen Hände. Verständnisvoll blickte Mulder auf sie herab. »Ich gehe voraus und suche den Weg nach draußen«, sagte er leise. »Nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie brauchen.« Cassandra nickte, unendlich müde. Mit einem letzten Blick machte sich Mulder auf den Weg und lief die spiralförmige Rampe hinauf. Im Gang wurde es dunkler und die Wände schienen jetzt aus verglastem Gestein zu bestehen. Die Bodenplatten wurden spärlicher und Mulder hatte wieder vorwiegend Kalkstein unter den Füßen. Offenbar hatte er die Ebene der Pyramide erreicht. In Erwartung der massiven Schuttmauer bog er um die Ecke und stand Carlos Barreo gegenüber. Die Taschenlampe des Polizeichefs durchdrang die Dunkelheit und nagelte Mulder fest wie einen Schmetterling in einem Schaukasten. »Agent Mulder«, sagte er gedehnt, »ich dachte mir, dass ich Sie in der Pyramide finden würde. Leider kann ich Ihnen nicht erlauben, Sie leben zu verlassen.«
Instinktiv trat Mulder einen Schritt zurück, doch es gab keinen drinnen. Barreos Polizeirevolver war direkt auf ihn gerichtet. Den Finger am Abzug konnte Mulder nicht sehen. Er würde es also zu spät merken, wenn Barreo abdrückte. Keine Chance, sich wegzuducken und abzurollen. Zum wiederholten Male wünschte sich Mulder, Major Jakes hätte ihm seine Waffe gelassen. »Dann werde ich mal logisch denken«, sagte Mulder, »und raten, dass Sie für die Ermordung der Mitglieder des Archäologenteams verantwortlich sind.« Vorsichtig begann er zurückzuweichen. »Sie haben die Archäologen neue Schätze für Sie finden lassen«, hakte Mulder nach. »Kostbare präkolumbische Artefakte, die vorzügliche Preise auf dem Schwarzmarkt bringen.« Barreo hob seine breiten Schultern. »Die Liberation Quintana Roo braucht das Geld.« Schnell trat Mulder einen weiteren Schritt zurück. »Und ich vermute, Fernando Victorio Aguilar hat die Kunden für Sie gefunden. Er steckt doch auch in der Sache, oder?« »Er ist nur hinter dem Geld her«, knurrte Barreo. Unaufhörlich redend wich Mulder weiter zurück, während Barreo zuversichtlich Meter für Meter nachzog. Innerlich fluchend registrierte Mulder, wie Barreo ihn immer weiter trieb und mit ihm spielte wie die Katze mit einer Maus. Der Polizeichef folgte ihm und schloss zum letzten Mal zu ihm auf. Barreo grinste sardonisch und ließ seine weißen Zähne in der Dunkelheit aufblitzen, und Mulder wusste, dass seine Zeit abgelaufen war. Als der stämmige Mann um die Ecke bog, trat Cassandra Rubicon aus dem Schatten. Sie hielt eine der Metallplatten in den Händen, die von den Wänden abgefallen war. Sie hob sie hoch über den Kopf und ließ sie krachend gegen Barreos Schädel sausen. Carlos Barreo grunzte vor Schmerz, schwankte und stützte sich an der Wand ab. Er war nicht tot, noch nicht einmal bewusstlos, sondern nur für einen Augenblick benommen. Mulder packte Cassandra am Arm. »Kommen Sie, wir müssen weg hier. Das ist einer der Männer, die auf Sie geschossen haben.« Sie rannte hinter ihm her, zurück in Richtung Kontrollbrücke. »Dieser Mann hat Kate und John, Christopher und Kelly umgebracht?« fragte sie mit eisiger Stimme. »Ich fürchte, ja. Dann hätte ich härter zuschlagen sollen.« Mulder half ihr die gewundene Rampe hinunter. Augenblicke später nahm Carlos Barreo mit einem wütenden Bellen die Verfolgung auf. Zweimal feuerte er seinen Revolver ab. Sie spurteten zurück in den Tunnel, dessen Wände immer noch ein schwaches Licht ausstrahlten, das jedoch von Minute zu Minute abnahm. Mulder zog Cassandra weiter. Er führte sie hinter eine der schimmernden Metallkuppeln. »Bleiben Sie hier unten«, flüsterte er. Carlos Barreo wankte auf die Brücke. Blut floss aus einer Platzwunde an seinem Kopf, verklebte sein dunkles Haar ran um sein Ohr herum und an der Wange hinab. Während Cassandra mit angehaltenem Atem hinter ihrer Deckung kauerte, wich Mulder in eine andere Richtung zurück. Carlos Barreo bemerkte die Bewegung. Sofort schwenkte er den Revolver herum und feuerte hastig, traf aber weit daneben. »Was ist das für ein Raum?« Die ungewohnte Umgebung schien den Polizeichef mehr und mehr zu irritieren. Barreo stolperte vorwärts, fuchtelte wild mit seinem Revolver, feuerte blindlings und überschritt die Schwelle der Rettungskapsel. Dann ergoss sich eine Lichtflut über ihn, ein Wasserfall aus Blitzen. Instinktiv schirmte Mulder seine Augen ab. Zitternd streckte Barreo die Hände aus, die Augen weit aufgerissen. Dann gefror er genau in dieser Position, festgehalten von dem automatischen Stasis-System der Rettungskapsel. Das ätherische Gel erstarrte. Regungslos hing Barreo da, ein Ausstellungsstück in einem Bernsteinmuseum. Mulder bemerkte, wie das dumpfe Pulsieren in seinen Kopf zurückkehrte, als das Signal aus dem Inneren des Wracks wieder zu strahlen begann. Das Notsignal, das reaktivierte SOS einer außerirdischen Spezies. Als es über ihnen donnerte, fuhr Mulder herum und sah die Decke des Kontrollraums schwanken. Beim nächsten röhrenden Schlag ging er in die Hocke. Staub rieselte von den Wänden. »Klingt wie Explosionen«, sagte Cassandra, die sich neben ihn kauerte. »Ja«, Mulder wurde klar, dass sie recht hatte. »Das sind Bomben. Ich glaube, Major Jakes hat das Tempo verschärft. Und ich weiß nicht, ob die alte Ruine noch viele solcher Detonationen aushalten wird. Ich bin nicht allzu erpicht, bei lebendigem Leibe begraben zu werden. Was meinen Sie?« Cassandras Gesicht wurde bleich und sie schüttelte den Kopf. »Es ist nicht gerade mein Lebensziel, zu einem Untersuchungsobjekt für spätere Archäologen zu werden.« »Versuchen wir es noch einmal«, beschloss Mulder und führte sie auf den oberen Ausgang zu. Mit wehenden Haaren rannte Cassandra voraus. Eine Explosion wummerte und ließ den Boden der Pyramide und die dicken Steinmauern erzittern. Die handbehauenen Kalksteinquader rasselten wie klappernde Zähne gegeneinander. »Verdammt, ist das laut!«
brüllte Cassandra über den Lärm hinweg. Aber das bedeutet auch, dass es nicht mehr weit bis zum Ausgang ist. Hoffen wir es, gab Mulder zurück und hörte noch einen Schlag, ein Zischen in der Luft, bevor ihnen eine weitere heftige Detonation durch Mark und Bein ging. Sie bogen um die Ecke und sahen den Eingang der Pyramide direkt vor sich. Draußen wurde die Nacht von den Bränden im Dschungel und dem auf- und abschwellenden Gleißen der Phosphorleuchtkugeln erhellt. Ruinen von Xitaclan, Mittwoch, 3.26 Uhr. Scully hielt sich schützend die Ohren zu, als der Granatmörser ein weiteres Projektil auf die halb zerstörte Ziggurat abfeuerte. Wiederholt hatte sie auf Jakes eingeredet und darauf bestanden, dass er die Zerstörung abbrach und davon abließ, seine archäologische Schatzkammer in Grund und Boden zu schießen. Doch ihre größte Sorge war die quälende Ungewissheit, wo Mulder sein könnte. Sie wusste nicht, wohin er gerannt war, doch sie war sich sicher, dass er sich wie immer da befand, wo es am brenzligsten war. »Wie lange wollen Sie das noch fortsetzen?«, schrie sie und hörte ihre eigene Stimme nur gedämpft in den tauben Ohren. »Vielleicht sind Menschen in dieser Pyramide!« »Bedauerliche Verluste.« »Haben Sie denn gar keine Skrupel?« Jakes wandte ihr seinen emotionslosen Blick zu und starrte sie an. Das unnatürliche Licht ließ Farben über seine dunkle Haut spielen. »Nein, Agent Scully, ich habe keine Skrupel. Ich darf keine Skrupel haben, das wäre zu gefährlich.« Scully schluckte und der Major wandte sich wieder seinen verbliebenen Männern zu. Nach wiederholten Volltreffern der Mörsergranaten sah die alte Pyramide aus, als stünde sie kurz vor dem Einsturz. An der Ostseite der Ziggurat setzte sich eine Lawine in Bewegung, rollte rührend die steilen Stufen hinab und verstärkte das nächtliche Getöse. »Wir haben es fast geschafft«, murmelte Major Jakes. »Noch ein paar Volltreffer und unsere Mission ist beendet. Sammeln Sie die Gefangenen ein, wir können uns zurückziehen.« »Nein! Wir können Mulder nicht hier lassen!« Scullys Stimme war ein einziger Aufschrei. In diesem Augenblick erwischte ihn eine Kugel hoch in der linken Schulter, wirbelte ihn herum und schleuderte ihn gegen Scully, sodass beide zu Boden gingen. Er grunzte, gab aber keinen Schmerzenslaut von sich. »Die Heckenschützen kommen zurück!« schrie einer der Soldaten. Mit einem mühsam unterdrückten Stöhnen wälzte sich Major Jakes von Scully herunter, stand auf und umklammerte seine Schulter. Blut durchtränkte seine Uniform. »Wir müssen weg hier!« Scully biss die Zähne zusammen. »Suchen wir Mulder und verschwinden wir!« »Unser Auftrag ist noch nicht erfüllt.« Für Major Jakes war die Sache damit erledigt. »Kommen Sie, ich bringe Sie zurück in Ihr Zelt. Sie bleiben dort in Deckung, damit ich mich auf meine Verteidigung konzentrieren kann.« »Ich gehe nicht zurück in mein Zelt«, fauchte Scully. »Ich muss hier draußen bleiben und nach meinem Partner suchen.« »Nein, das werden Sie nicht«, gab Jakes zurück. »Sie werden meine Befehle befolgen. Punkt.« »Dieses Zelt kann mir nicht den geringsten Schutz bieten.« »Es muss reichen. Die Angreifer werden Sie nicht sehen können. Ich will Sie aus dem Weg haben, wo ich mir keine Gedanken um Sie zu machen brauche und wo ich Ihren ständigen Widerspruch nicht mehr hören muss.« Geschlagen und hilflos inmitten einer Kriegszone kroch Scully in das Innere des Zeltes und kam sich vor wie in einem Grab aus Stoff. Die Geräusche von draußen klangen gedämpft. Die Schießerei nahm kein Ende. Scully hörte einen Aufschrei von Major Jakes und einen dumpfen Schlag. Draußen sah sie Silhouetten, schattenhafte Gestalten. Dann zerfetzte eine Kugel das Zelt und pfiff nur Zentimeter an ihrem Kopf vorbei. Kurz darauf zerriss ein weiteres kleines, kreisrundes Loch das Gewebe und hinterließ einen sengenden Geruch. Instinktiv warf sie sich zu Boden. Sie presste sich flach auf die Erde und lauschte dem endlosen Getöse der Kampfhandlungen. Schlachtfeld von Xitaclan, Mittwoch, 4.06 Uhr. Indem sie von einer Deckung zur nächsten sprinteten, stahlen sich Mulder und Cassandra um die Reste der Pyramide herum. Er hatte vor, das Basislager auf der Plaza zu erreichen. Trotz ihrer gefährlich offenen Lage war die Plaza der Ort, an dem er Scully am wahrscheinlichsten finden würde. Und das war seine erste Priorität. Neben dem Bestreben, sein eigenes Leben zu retten. »Achtung!« schrie Mulder und hechtete auf Cassandra zu. Trümmer stürzten auf sie herab wie eine Lawine aus Ziegelsteinen. Ein scharfkantiger Steinbrocken, auf dem noch ein Teil einer Maya-Glyphe zu sehen war, traf Cassandra am Schädel. Mit einem dünnen Schmerzensschrei brach sie zusammen, und in ihrem zimtfarbenen Haar breitete sich eine leuchtend rote Blutspur aus. Die junge Frau stöhnte, setzte sich auf und blinzelte benommen. Sie schüttelte den Kopf und zuckte schmerzhaft zusammen. »Voll ins Schwarze«, krächzte sie und presste sich eine Hand gegen die Schläfe. »Autsch!«
Behutsam betastete Mulder ihre Kopfhaut, um festzustellen, wie schwer die Verletzung war. Doch obwohl sie stark blutete, schien es nur eine flache Platzwunde zu sein. Seine Hauptsorge war, dass sie möglicherweise eine Gehirnerschütterung oder einen Schädelbruch erlitten hatte. »Wir können hier nicht bleiben, Cassandra«, drängte er. »Wir müssen noch irgendwo Deckung finden, sonst werden wir in ein paar Minuten noch ganz andere Sorgen haben.« Er starrte zur Plaza hinüber und sah einen hochgewachsenen Mann, der eine zierliche Frauengestalt, Scully, auf das Zelt zuzerrte. Die beiden schienen sich zu streiten. Und dann schob der Mann sie hinein, ließ die Eingangsklappe fallen und richtete sich auf, um neben dem Zelt Wache zu stehen. »Okay, los geht's.« Mulder legte einen Arm um Cassandra, um sie zu stützen. Zusammen wankten sie auf die Plaza zu, während Mulder den Blick stur auf die undeutliche Gestalt neben Scullys Zelt gerichtet hielt. Das unaufhörliche Maschinengewehrfeuer ließ nicht einmal die Illusion einer Gefechtspause aufkommen. Dann, völlig überraschend für Mulder, verstummte das Getöse. Eine bedrückende Stille legte sich über das Schlachtfeld. Als wäre eine Decke des Schweigens auf Ritter Klan geworfen worden. Mulder hielt inne und lehnte Cassandra mit dem Rücken gegen eine umgestürzte Säule. Er reckte den Hals, um sich umzuschauen, und während er abwartete, schien die Stille lauter zu werden. Lauter, bedrohlicher. Er spürte, wie er eine Gänsehaut bekam und die Haare in seinem Nacken prickelten. Verwirrt kauerte sich Mulder neben Cassandra, bis irgendeine Kraft ihn zwang, den Blick nach oben zu wenden, und er sah, wie das Licht vom Himmel herabkam. Das Leuchten kam aus dem Inneren und von den Außenwänden eines riesigen Gefährts, das in der Nacht schwebte. Mulder erhaschte es nur für einen Augenblick, doch seine Fantasie ergänzte die fehlenden Einzelheiten. Es war eine riesige Konstruktion, ein verwirrendes Licht- und Schattenspiel aus Winkeln und Kurven, die eine geometrische Form bildeten, wie sie kein Architekt je erdacht hatte. Ein strahlender Glanz schuf eine Aureole, die alle Einzelheiten verschwimmen ließ. Ein Schiff. Er wusste, dass es ein Schiff sein musste. Als Cassandra Rubicon versehentlich in die Rettungskapsel geraten war, musste sie die pulsierende Botschaft ausgelöst haben, ein Notsignal, das durch die Galaxien hindurch übermittelt worden war. Und nun war das Rettungsschiff eingetroffen. Mulder erinnerte sich an die unscharfen Bilder von Kukulkan an den Wänden des unterirdischen Kontrollraums. Ein hochaufragender außerirdischer Besucher, der voll Hoffnung hinauf zu den Sternen blickte. Doch das Rettungsschiff war mehr als 1000 Jahre zu spät gekommen. »Cassandra, schauen Sie sich das an!« rief er und rüttelte sie sacht an der Schulter. »Schauen Sie nur!« Sie stöhnte und blinzelte. »Es ist zu hell!« Ergriffen blickte Mulder wieder hinauf. In dem Augenblick, als das leuchtende Raumfahrzeug die zerstörte Pyramide erreichte, gingen von der Unterseite des Schiffs lange Stacheln durchdringenden Lichts aus. Sie glühten und schienen unsichtbare Fäden zu ziehen. Er versuchte hinzusehen, doch das grelle Licht blendete ihn und er musste seine Augen bedecken. Der mächtige Strahl zerlegte die weiträumige Pyramide von oben nach unten, beseitigte eine Ebene nach der anderen, mühelos, wie ein Kind, das ein Haus aus Bauklötzen abträgt. Überwältigt begriff Mulder, dass seine Spekulationen richtig gewesen waren. Kukulkan war nie gerettet worden, weil seine Tiefschlafkammer versagt hatte und ihm stattdessen zum Grab geworden war. Doch Cassandras Missgeschick hatte sein Volk alarmiert, das nun ein Rettungsschiff sandte, um das Wrack zu bergen. Der Erdboden bäumte sich auf, als das strahlende Raumfahrzeug die Überreste der Pyramide verwüstete. Panische Schreie ertönten aus dem Dschungel und von den überlebenden US-Soldaten. Cassandra stöhnte wieder. »Bitte!« »Macht sie nicht kaputt.« »Ich kann nicht viel dagegen tun«, erwiderte Mulder, während er versuchte, Einzelheiten durch die Spalten seiner Finger zu erkennen. Das Licht im Bauch des schwebenden Schiffs wurde heller, heißer. Weitere gleißende Strahlen kamen zum Vorschein. Sprachlos vor Staunen starrte Mulder auf das Spektakel und nahm alle Details in sich auf. Schließlich lag die innere Pyramide offen da, das ursprüngliche Bauwerk, das um das Wrack herum errichtet worden war. Er vermutete, dass es mit seinen Sensoren bohrte, tastete. Die Erde brach auf und bebte, bis schließlich das durchdringende Licht aus dem schwebenden Schiff die Reste des abgestürzten Raumfahrzeugs aus dem Boden riss. Mulder wurde zur Seite geschleudert, als Metallträger und geschwungene Verschalungen das Fundament des Gebäudes durchbrachen, das einmal die große Pyramide von Ritter Klan gewesen war.
Ringsumher prasselten Erde und Steine nieder. Mulder duckte sich, irritiert von den heransausenden Schatten der herabfallenden Trümmer. Die zerstörten Überreste des Wracks trotzten der Schwerkraft und erhoben sich in die Luft. Das leuchtende Rettungsschiff gewann mit verblüffender Geschwindigkeit an Höhe und zog das Skelett aus Metallträgern mühelos mit sich empor. Schutt und Staub rieselten zu Boden, ein Wasserfall aus Geröll, der das ganze Gelände überspülte. Mit ausgedörrtem Mund stierte Mulder zum Himmel empor und begriff, dass alle unwiderlegbaren Beweise für seine Theorie zu den Sternen entschwanden und damit für immer unerreichbar wurden. Erst jetzt fiel Mulder ein, dass der mexikanische Polizeichef immer noch in einer der Rettungskammern gefangen war. Vielleicht würde Barreiro die Reise überleben. Vielleicht war er aber auch schon während der Ausgrabung des Wracks getötet worden. So oder so. Das außerirdische Raumschiff nahm den Rebellenführer mit auf die Reise. Betäubt betrachtete Mulder den klaffenden Krater, der dort zurückgeblieben war, wo sich die Pyramide befunden hatte. Den wären wir los. Ruinen von Cheta Clan, Mittwoch, 4.19 Uhr. Mit dem Gefühl, hilflos in der Falle zu sitzen, kauerte Scully im imaginären Schutz des Zeltes. Genug gewartet, murmelte sie, ich verschwinde hier. Scully riss die Zeltklappe auf und kroch ins Freie. Mit unsicheren Bewegungen erhob sie sich und blinzelte in das Licht des brennenden Dschungels. Cheta Clan schien unter einem betäubenden Schock zu zittern. Scully fand Major Jakes, wo er gefallen war. Hochkalibrige Geschosse hatten seine Brust zerrissen. Am Rande der Lichtung tauchte ein Soldat auf und rannte auf sie zu, die Uniform zerrissen und verschmiert. »Wir werden aus der Luft angegriffen«, rief er ihr zu. »Ich habe so etwas noch nie gesehen. Wir können keinen Widerstand leisten. Sie haben bereits die Pyramide zerstört.« Schweiß tropfte von seinem Gesicht und das Weiß in seinen weit aufgerissenen Augen leuchtete gespenstisch. Dann blickte er hinab und sah die blutüberströmte Leiche seines Kommandanten. »Oh, Scheiße«, stöhnte der Soldat. »Zeit für den Abzug!« Der Soldat warf Scully einen letzten gehetzten Blick zu und gab seinen unsichtbaren Kameraden ein Zeichen. »Ma'am, Sie sollten lieber versuchen, diesen Ort so schnell wie möglich zu verlassen, bevor dieses Fluggerät zurückkommt.« Ohne ein weiteres Wort spurtete der Soldat zurück über die Plaza und verschwand im Schutz der Bäume. Wie von unsichtbaren Schnüren gezogen, drehte Scully sich um und starrte dorthin, wo sich noch vor wenigen Stunden die stolze Pyramide von Cheta Clan erhoben hatte und wo nun ein rauchender Krater gähnte. »Mein Gott«, presste sie hervor und sah hinab auf die reglose Gestalt des Majors. »Es sieht aus, als ob sie ihren Auftrag erfüllt hätten, Major Jakes.« Doch tief in ihrem Innern argwöhnte sie, dass kein noch so heftiger Mörserbeschuss das jahrhundertealte Bauwerk so vollständig, gründlich und endgültig dem Erdboden hätte gleichmachen können. Sie dachte an die Worte des Soldaten. Ein Angriff aus der Luft war eine plausiblere Erklärung. Der Luftschlag einer anderen Militärmacht, ein Bombenangriff oder gar die Explosion einer weiteren taktischen Nuklearwaffe? »Scully!« Eine Welle der Erleichterung durchflutete sie. »Mulder, er lebte!« »Scully, hier drüben!« Sie sah ihren Partner, verdreckt und erschöpft, wie er eine andere Frau mit sich zerrte. Stolpernd bahnten sich die beiden ihren Weg über die Plaza. »Mulder, Sie sind in Sicherheit!« Sie rannte auf ihn zu. »Ziehen wir keine voreiligen Schlüsse«, ächzte er. Sein Gesicht war gerötet, in seinen Augen spiegelte sich der Schock oder ein grenzenloses Staunen. »Scully, haben Sie es gesehen? Haben Sie es gesehen?« Er gestikulierte wild zu dem riesigen Krater hinüber. Scully schüttelte den Kopf. »Ich saß im Zelt fest. Ich habe überhaupt nicht viel mitbekommen«, sagte sie beschämt. »Major Jakes ist tot, ebenso die meisten seiner Männer. Wir sind auf uns allein gestellt, Mulder.« Dann, als wären die Guerillas wieder zu Atem gekommen, ertönten erneut vereinzelte Schüsse zwischen den Bäumen und Scully fühlte sich auf dem offenen Platz mehr als verwundbar. Major Jakes überlebende Männer waren bereits in einem der Geländewagen geflohen. Sie rührten in den Dschungel davon, ohne auf Nachzügler zu warten. »Sie ist verletzt«, Mulder deutete auf die Frau mit den rötlichen Haaren, die er nach wie vor stützen musste. »Sie ist von einem Stein am Kopf getroffen worden, aber ich glaube, sie wird überleben.« Scully betrachtete ihre Wunde und sah, dass das Blut bereits gerann und ihr Haar über der Wunde verklebte. »Mulder, ist das Cassandra? Wo haben Sie sie gefunden?« »Das ist eine lange Geschichte und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass Sie sie nicht glauben werden. Aber sie ist hier, als lebender Beweis.«
Bevor Mulder weitere Erklärungen abgeben konnte, begann der Boden zu zittern. Fontänen schwefliger Asche spritzten aus dem Pyramidenkrater hervor, ein tödliches Spektakel aus Lava und Rauch. Die Schüsse waren verstummt, nachdem sich die Guerillas vor der erneuten Bedrohung wieder in den verwüsteten Dschungel zurückgezogen hatten. Scully deutete auf das zurückgebliebene Geländefahrzeug. »Wir könnten diesen Wagen nehmen, dann wären wir schneller, obwohl ich keine Ahnung habe, wohin wir fahren sollen. Wie wäre es mit weg von hier?« Dschungel von Yucatan, Mittwoch, 5.01 Uhr. Grelle Lavafontänen schossen hinter ihnen in den Himmel, als Mulder sich abmühte, den Geländewagen in Gang zu bringen. Endlich erwachte der Motor zum Leben. Mulder bediente die Pedalen, den Kupplungshebel, und sie setzten sich mit der Sanftheit eines Flugzeugabsturzes in Bewegung. Scully tat ihr Bestes, um Cassandras kraftlose Gestalt zu halten. Mit einem Stück Stoff untersuchte sie ihre Kopfverletzung und versuchte einzuschätzen, wie ernst die Wunde war. »Was ist das für eine Substanz, mit der sie überzogen ist?« Die junge Frau zuckte zusammen und versuchte, sich Scullys Behandlung zu entwinden. »Mir geht es gut«, krächzte sie und sackte mit einem Seufzen zurück in ihre halbe Bewusstlosigkeit. Mulder pflügte sich tiefer in den Dschungel hinein, doch sie bewegten sich mit nervenaufreibender Langsamkeit. Flammen aus der frisch aufgebrochenen Erdspalte erleuchteten den Dschungel hinter ihnen. Gurgelnd kochte das Magma aus der offenen Wunde, die das außerirdische Rettungsschiff bei der Bergung von Kukulkans Wrack geschlagen hatte. »Diese Frau braucht ärztliche Behandlung«, rief Scully über das Getöse hinweg. »Aber fürs Erste dürfte sie außer Gefahr sein. Nichts Ernstes, nur ein bisschen verbeult. Allerdings sehe ich nur frische Wunden hier, keine, die schon Wochen alt sein könnten.« Sie sah Mulder voller Neugier an. »Wo ist sie denn die ganze Zeit gewesen?« »Ich erzähle Ihnen alles, sobald wir hier lebend rausgekommen sind.« Die vordere linke Seite des Gefährts krachte gegen den gebogenen Stamm eines Baumes und Mulder übersteuerte nach rechts, bevor er es hin und her schwankend wieder auf Kurs bringen konnte. In der Dunkelheit und im allgemeinen Chaos hatte er den niedergewalzten Pfad längst verloren. Plötzlich sprang eine drahtige Gestalt aus dem Unterholz und stellte sich dem Geländewagen in den Weg. Der Mann sah erschöpft aus, seine dunklen Augen verengten sich zu einem fanatischen Glühen, als er eine Maschinenpistole auf sie anlegte. »Ich erschieße Sie jetzt oder ich erschieße Sie später«, brüllte Fernando Victorio Aguilar und richtete die Waffe auf sie. »So oder so, Sie werden anhalten. Jetzt!« Mulder riss das Lenkrad herum und brachte das Geländefahrzeug zum Stehen. Aguilars vorgehaltene Waffe war ein überzeugendes Argument. »Was wollen Sie, Aguilar?« Scullys Stimme war schneidend. Sofort schwenkte der Mann die Maschinenpistole in ihre Richtung. Aguilar grinste Scully teuflisch an. »Im Augenblick hätte ich gern ein paar Geiseln. Und dieses Fahrzeug, Senorita.« Mulder hörte irgendwo oben in den Bäumen Zweige knacken und blickte hinauf. Aguilar bemerkte seine plötzliche Bewegung und richtete die Waffe wieder auf Mulder. »Rühren Sie keinen Muskel«, raunzte er. In diesem Augenblick brachen mehrere Äste über ihnen. Zu Mulders völliger Verblüffung sank von oben eine riesige, geschwungene Gestalt herab, wie der muskulöse Fangarm eines gigantischen Polyps. Aguilar blickte auf, schrie und riss die Maschinenpistole herum, viel zu langsam, viel zu spät. Ein Schimmer von feuchten Fangzähnen, lang wie Stilette und spitz wie Nadeln, blitzte auf in einem breiten, geifernden Maul. Gefiederte Schuppen standen wie ein kunstvoller Kranz um knochige Schädelplatten. Das Monster bewegte sich schnell wie der Blitz. Aguilar stürzte unter dem Gewicht der Kreatur zu Boden. Das heimtückische Reptil umschlang ihn und ließ seine gewaltigen Muskeln spielen. »Mein Gott«, flüsterte Scully. Aguilar schrie vor Schmerz und Grauen. Die Maschinenpistole fiel ihm aus der Hand, während er panisch auf den gepanzerten Leib der Bestie einschlug. Als die gefiederte Schlange zudrückte, quoll dunkles Blut aus seinem Mund. Ein hohes Kreischen entrang sich ihm, gefolgt von einem trockenen Knacken. Seine Knochen zersplitterten wie dürres Holz. Das Schlangenmonster verschwand im Unterholz und schleppte sein zermalmtes Opfer mit sich, bis die Vegetation sich hinter ihnen schloss und das Gemetzel gnädig verdeckte. Mit kalkweißem Gesicht versuchte Scully, das Gesehene zu begreifen, die Augen weit aufgerissen, die Lippen blass und blutleer. »Mulder, ich...« Cassandra hustete und krächzte. »Kukulkan!« Auf der anderen Seite des Geländefahrzeugs glitt etwas mit raschen, fließenden Bewegungen durchs Unterholz. Es schwamm durch die Schlingpflanzen und Farne
und schoss dann in einer Gischt aus herabfallendem Laub und moosbedeckten Zweigen empor. Es sah sie an. Nur wenige Meter voraus bäumte sich eine weitere, gefiederte Schlange, größer noch als die erste, vor ihnen auf. Eine überdimensionale, gereizte Kobra. Mit einem brodelnden Zischen bleckte sie ihre mörderischen Fangzähne. Mulder, was ist das? Scullys Herzschlag setzte aus. Ich schlage vor, dass wir uns im Moment besser nicht bewegen, stieß er zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Das Monster richtete seine ganze Aufmerksamkeit auf die drei menschlichen Wesen und fixierte sie aus tiefgründigen Augen, die an brennende Perlen erinnerten. Seine verhaltenen Grunzlaute zeugten von einer abwägenden Intelligenz, einem Verstand von unbegreiflicher Fremdartigkeit. Mulder erinnerte sich an die Schnitzereien, die Darstellungen Kukulkans tief im Inneren des Raumschiffs. Diese schlangenartigen Kreaturen waren die Haustiere oder Gefährten oder Helfer des antiken Außerirdischen gewesen oder vielleicht auch etwas völlig anderes. Kukulkan selbst war zwar schon vor vielen Jahrhunderten gestorben und seine mumifizierte Leiche bestand nur noch aus vertrockneten Muskelfetzen, die an kahlen Knochen klebten, doch die Nachkommen seiner gefiederten Schlangen lebten noch immer hier, gestrandet, ausgesetzt und doch ungebrochen vital. Im Laufe der Jahrhunderte mussten sie sich dem mittelamerikanischen Dschungel angepasst haben und hatten so in den dichten Regenwäldern unentdeckt überdauert. Mulder begegnete dem brennenden, opalisierenden Blick des Untiers. Einen endlosen Augenblick starrten sie einander an und über eine Kluft hinweg, die unendlich viel breiter war als jede gewöhnliche Artenschranke, blitzte für den Bruchteil einer Sekunde eine Verständigung zwischen ihnen auf. Mulder wagte nicht zu atmen. Scully umkrampfte ihre Hände so fest, dass die Knöchel weiß hervortraten. Cassandra Rubicon rang nach Luft und blinzelte die Kreatur aus glasigen Augen an. Endlich löste sich die Spannung und die gefiederte Schlange zog sich zurück, glitt gewandt ins Unterholz. Sie verschwand so rasch, wie sie gekommen war. Im Wald wurde es wieder still. »Ich glaube nicht, dass sie uns noch Schwierigkeiten machen werden«, flüsterte Mulder. »Ich hoffe, Sie haben recht, Mulder.« Scully wirkte den Kloß in ihrem Hals hinunter. »Aber lassen Sie uns hier verschwinden, bevor sich eins von diesen Biestern anders überlegt.« Jackson Memorial Hospital, Miami. Samstag, 12.17 Uhr. Frisch rasiert, sauber gekleidet und gut ausgeruht. Es war kaum zu glauben. Mulder kam sich vor wie ein Verwandter auf Besuch, als er das Jackson Memorial Hospital in Miami betrat, in das Cassandra Rubicon mit ihrer Kopfverletzung eingeliefert worden war. Jetzt, wo er in die Zivilisation zurückgekehrt war, schien ihm die dichte Wildnis des Dschungels mit ihren Insekten, Skorpionen, Schlangen und ihrem elenden Regenwetter Welten entfernt zu sein. Und doch war alles erst 2 Tage her. Die Strapazen saßen ihm noch in den müden Muskeln und seinen arg geschundenen Knochen. Mithilfe der digitalen Karte des Geländefahrzeugs hatten Scully und er es geschafft, nach Westen zu einer der gepflasterten Landstraßen zu navigieren. Schließlich waren sie von einer mexikanischen Polizeistreife angehalten worden und der Beamte wollte wissen, woher das amerikanische Militärfahrzeug kam. Statt einer Antwort hatte Scully höflich darum gebeten, zur nächsten amerikanischen Botschaft gebracht zu werden. Während der rumpelnden Fahrt durch den unwegsamen Urwald hatten sie im Staufach Fleischkonserven und Wasserflaschen gefunden. Cassandra hatte weder sprechen noch etwas essen können und sie schien von den Torturen so mitgenommen zu sein, dass Mulder ernsthaft um ihr Erinnerungsvermögen bangte. Und Cassandra war seine einzige Zeugin, um seine Geschichte von der Rettungsaktion eines außerirdischen Raumschiffs zu bestätigen. Er konnte nicht damit rechnen, unter den Angehörigen der Kommandoeinheit einen aussagebereiten Mann zu finden. Während seine Schritte durch den Flur hallten, fragte sich Mulder, ob die Tochter des Archäologen ihn überhaupt erkennen würde, jetzt nachdem er sich gewaschen und umgezogen hatte. Sie hatte ihn noch nie in seinem vorschriftsmäßigen Anzug mit weißem Hemd und Krawatte gesehen. Cassandra Rubicon lag auf ihrem Bett, umgeben von gebleichten Tüchern, den Kopf bandagiert wie ein Bürgerkriegsveteran. »Geht es Ihnen besser?«, fragte Mulder und trat näher. »Viel. Und Sie sehen auch erheblich besser aus.« »Ich muss Sie etwas fragen, Cassandra«, sagte er in ernsterem Ton. »Da alles, was wir gesehen haben, restlos zerstört worden ist,
Hat Ihr Team zufällig irgendwelche Notizen, Fotos, irgendwelche greifbaren Beweise von der Anlage in Xitaclan herausgeschmuggelt? Sie schüttelte den Kopf, zuckte schmerzhaft zusammen und verzog das Gesicht. Nein, Mulder, es ist alles weg, einschließlich unserer Aufzeichnungen. Das Einzige, was ich habe, sind meine Erinnerungen, und selbst die sind nicht allzu klar. Hilflos stand Mulder neben ihr und betrachtete unverwandt seine Fußspitzen, während er nach den richtigen Worten suchte. Cassandra schien sich in sich selbst zurückzuziehen, als suche sie nach einer inneren Kraftquelle. Scullys Wohnung, Annapolis, Maryland, Sonntag, 13.07 Uhr. Während ihr kleiner Hund zusammengerollt auf dem Sofa schlief, schaltete Scully ihren Computer ein, setzte sich an den Schreibtisch und holte Tiefluft. »Das ist doch was anderes, als im insektenverseuchten Dschungel Mittelamerikas herumzuirren«, dachte sie. »Eine erhebliche Verbesserung.« Ihr konkreter Auftrag, nach den vermissten Mitgliedern des Archäologenteams zu suchen, war erfüllt. Scully war dankbar, einen Fall als abgeschlossen markieren zu können, zumindest offiziell. Assistant Director Skinner würde das zu schätzen wissen. Auf einem Blatt listete sie die Namen der vier ermordeten Teammitglieder auf. Was sie unter Cassandra Rubicon schreiben sollte, wusste sie nicht. Sie war lebendig und unverletzt aufgefunden worden. Doch wie es dazu gekommen war, war Scully ein Rätsel. Sie hatte immer noch keine befriedigende Erklärung für das Verschwinden der jungen Frau und die verlorenen 2 Wochen in ihrem Leben. Mulders Gerede über ein vergrabenes Raumschiff und Tiefschlafkammern konnte Scully nicht in ihren Bericht aufnehmen, auch wenn... Nein, es war undenkbar. Die militante Bewegung Liberación Quintana Roo war zerschlagen. Ihr offizieller Anführer, der Polizeichef Carlos Barreo, befand sich noch auf freiem Fuß. Mulder blieb bei seiner eigenen Erklärung, was aus dem Mann geworden sei. Wieder einmal fehlten handfeste Beweise, um eine Aufnahme seiner Spekulationen in den Bericht zu rechtfertigen. Die monströsen, gefiederten Schlangen waren am schwierigsten zu fassen. Ihr Auftauchen stellte das größte Problem für einen nüchternen, sachlichen Bericht dar. Scully wusste nicht, wie sie sich diese Kreaturen erklären sollte, und doch hatte sie sie mit eigenen Augen gesehen. Sie konnte ihre Existenz nicht leugnen. Das schlangenähnliche Tier mit seinen schimmernden Schuppen und blitzenden Fangzähnen, aggressiv und agil wie eine Riesenkobra. Dass diese Bestie nicht angegriffen hatte. Wie im Traum schüttelte Scully den Kopf. Ohne sich länger den Kopf zu zerbrechen, schrieb sie eine Erklärung nieder, die beste, die sie finden konnte. Die gefiederten Schlangen mussten zu einer großen, bisher unentdeckten Reptilienart gehören, die heute vielleicht fast ausgestorben war. Mulder hatte den Gedanken geäußert, dass die fleischfressenden Reptilien für die zahlreichen Berichte über vermisste Personen in dem Gebiet um Xitaclan verantwortlich sein könnten. Er hatte sie daran erinnert, wie viele Darstellungen ähnlicher Geschöpfe in den Mythologien der Weltgeschichte zu finden waren. Drachen, geflügelte Schlangen, chinesische Wasserdrachen. Und je mehr sie darüber nachdachte, desto plausibler erschien es ihr, dass diese seltsamen Tiere früher tatsächlich in größerer Anzahl und Verbreitung existiert haben könnten. Aufgrund der Zerstörung der Tempelanlage von Xitaclan und der beträchtlichen, neu ausgebrochenen vulkanischen Aktivität war Mulder nicht in der Lage gewesen, irgendwelche greifbaren Indizien vorzulegen. Seine außerirdischen Artefakte blieben unbestätigt. Sein verlassenes Raumschiff war zerstört. Scully war der Ansicht, dass sie seinen mündlichen Augenzeugenbericht mit aufnehmen sollte, aber nicht mehr tun konnte, als ihn für sich sprechen zu lassen. FBI-Hauptquartier Washington DC, Sonntag, 14.12 Uhr. Es war keine Seltenheit, dass Mulder am Wochenende hierher kam. Scully zog ihn oft damit auf, dass er kein Privatleben habe. Nun saß er nachdenklich da, die Fenster verblendet, im einsamen Schein der Schreibtischlampe. Vor ihm lag ein Stapel Satellitenfotos. Neugierig studierte er die Großaufnahme der höllenähnlichen, versenkten Landschaft rund um die Ruinen von Xitaclan. Der entstehende Vulkan hatte unter Geologen bereits für großes Aufsehen gesorgt.
Dieser Teil von Yucatan hätte nach allgemeiner Meinung geologisch stabil bleiben müssen, anstatt einen aktiven Vulkan hervorzubringen, ähnlich wie es 1948 bei dem rätselhaften Erscheinen des Parikutin gewesen war. Der Kegel des neuen Vulkans nahm bereits Gestalt an und erste Auswertungen besagten, dass seine Eruptionen jahrelang anhalten würden. Gedankenverloren griff Mulder nach dem kostbaren Jade-Artefakt, dem spiegelglatt polierten weißlich-grünen Stein, der das Bild der gefiederten Schlange zeigte. Diesmal erfüllte ihn die Darstellung mit einem andächtigen Schaudern, denn er hatte die Wirklichkeit mit eigenen Augen gesehen. So viele Jahrhunderte voller Rätsel, so viele Fragen, und er kannte die Antworten. Doch Ritter Klan war zerstört, und niemand würde seinen Erklärungen glauben, wie üblich. Mit einem Seufzer stellte Mulder die Skulptur auf seinen Schreibtisch. Er konnte sie immer noch als Briefbeschwerer benutzen.